Herzlich willkommen zum Oli-Stammtisch und zwar zur Spätsommerausgabe für Generationen, spätere Generationen, die dieses Video jetzt sehen. Für euch zur Orientierung, wir haben heute den 14. September 2022. Mein Name ist Andreas Jürgensen, das ist mein Co-Gastgeber Nils. Nils, wie geht's dir? Wunderbar, ich bin wieder in Bonn, wir haben Stammtisch, es ist der 14.9., wir senden live, was soll jetzt noch schief gehen? Genau, es kann sein, dass wir wegschwimmen nach einem langen trockenen Sommer. Auch dies für spätere Generationen. Wir hatten einen sehr langen trockenen Sommer. Schwimmt Bonn hier gerade weg, ist halt den ganzen Tag durchgeregnet. Ja. Warst du am Rhein? Bist du über den Rhein gefahren? Hast du was gesehen? Nein, ich bin mit dem Zug gekommen, aber der Weg vom Hotel hierher, der war schon aufregend genug. Genau, ich habe dich in Empfang genommen, so ob du noch ein Boot gekriegt hast. Also es war wirklich beeindruckend. Ja, für diejenigen, die jetzt live dabei sind, ihr seid schon sehr aktiv im Thread. Ich habe schon gerade im Thread, sei schon im Live-Chat. Wir haben jetzt viele Leute da aus Bremen, Grüße aus Hamburg, Neustadt am Rübenberg und ich habe gerade irgendwo gesehen, Emil sendet einen schönen Gruß aus Buenos Aires. Das ist, glaube ich, mittlerweile ein Rekord, oder? Das ist ein Rekord von der Distanz. Falls es das Buenos Aires in Südamerika ist, nicht, dass das irgendwie so eine Kneipe vielleicht ist, irgendwo im Bochumer Bermuda-Dreieck. Es gibt in Schleswig-Holstein, das wissen auch nur wenige, Strandorte, die heißen, der eine heißt Kalifornien und nebenan hat er auch so einen anderen Namen. Das ist aber eine Geschichte für sich. Das ist heute Abend nicht Thema. Gut. Gut. Wir haben einige sehr interessante Themen und wir werden auch wie jedes Mal Fragen beantworten. Ich sehe hier den Live-Chat durchlaufen. Wen ich jetzt noch nicht vorgestellt habe, außerhalb des Bildes, ist mein Mitarbeiter und Kollege Leon. Der macht hier heute Abend die Bildregie, der hält auch den Chat ein bisschen im Blick, der nimmt auch wahr, wenn ihr irgendwas zu Kamellen habt. Also ich hoffe, dass wir gut zu verstehen sind. Ich bin gerade noch mal ein bisschen Turm rumgespielt. Nö, das scheint bisher alles positiv zu sein. Ihr versteht uns anscheinend. Ich würde sagen, wir machen erstmal die wichtigsten Dinge. Wir stoßen einmal kurz an. Oh ja, das ist gut. Dazu haben wir auch direkt schon eine Frage, aber erstmal anstoßen. Prost. Anstoßen, genau. Schön, dass du da bist, Nils. Ist ein bisschen her, ne? Ja, drei Monate, ist her. Wir haben eine Sommerpause gemacht, aber genau. Da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen was zu bereden. Genau. Prost. Auf einen schönen Abend. So, jetzt redet es auch viel leichter, Dreck. Ich habe ja gesagt, wir beantworten heute Fragen, und zwar Fragen, die ihr vorher im Forum gestellt habt, die habe ich hier notiert, und Fragen im Live-Chat. Um zum Warmwerden direkt eine erste Frage aus dem Forum von Panomatic. Welches Bier empfiehlt ihr zum Stammtisch? Das ist dünnes Eis. Also ich als Norddeutscher trinke hier jetzt alkoholfreies bayerisches Bier. Das kann man halten wie ein Dachdecker, hätte ich beinahe gesagt. Hast du einen Vorschlag? Da ich ja bekennender Weißbier-Fan bin, weil ich auch Bayern als mein Haupturlaubsziel immer auserkoren habe, gehe ich mit dir natürlich konform. Mhm. Aber auch ein schönes, frisch gezapftes Export würde ich auch nicht von der Theke schmeißen. Also okay, da haben wir auch Feedback gekriegt aus dem direkten Familienkreis. Deine Frau hat uns kritisiert. Sie hat A gesagt, wir sollten uns einen fetzigen Jingle, glaube ich, irgendwie, ich glaube, da haben wir jetzt ein bisschen was gehabt über den offiziellen Olympus-Jingle, nee, Entschuldigung, OMDS-Jingle, und wir sollten noch was anderes trinken. Also das gebe ich mal weiter an euch, wenn ihr Vorschläge habt, was ich mir trinken soll. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt es in den Live-Kommentar, dann gucken wir mal, was wir nächstes Mal machen. Wenn ich nehme, Opus, Life is Life, das passt dann auch zum Live-Charakter. Genau, Life is Life. Müssen wir gucken, ob wir die Rechte kriegen. Kriegen wir hin. Müssen wir sonst singen. Müssen wir dann auch GEMA zahlen, wenn wir singen? Nee. Gut. Schmerzensgeld. Okay. Also, wenn ihr Vorschläge habt, gerne Vorschläge mit nicht allzu viel Alkohol, weil wir müssen ja halbwegs sinnvolle Dinge reden. Nils muss auch immer aufpassen, dass er nicht zu viel erzählt. Wir haben beide NDAs, beziehungsweise du hast wahrscheinlich noch einen etwas schärferen als Mitarbeiter. Ich habe auch einen unterschrieben. Ich habe ein persönliches NDA, steht immer hinter mir. Okay, gut. Ja, was haben wir heute vor? Wir gehen mal ganz kurz die Themen durch. Erstens, wir reden über die Entwicklungsankündigung des Makroobjektivs. Ja. Da haben wir auch noch einige Fragen dazu. Wir reden über die Roadmap. Da hat sich nicht so viel getan, aber wir schauen nochmal kurz drauf. Ganz kurz, wie soll ich sagen, sozusagen ein Überraschungsgast in diesem Talk ist der Audiorekorder. Der heißt LSP5. Genau. Das ist ganz interessant. Das habe ich mir so, naja, aus Pflichtgefühl im Forum eingestellt. Aber das hat eine sehr muntere Diskussion ergeben. Und im Forum gibt es tatsächlich jemanden, der jetzt gerade den erhalten hat.
Und ich glaube, da sollte man nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen, weil der auch für OM-Fotografen ganz interessant ist. Filmer, nicht Fotografen, Filmer, so rum. Gut, dann haben wir auch interessante Angebote. Olympus, ach, OMDS. OMDS hat zwei OM System hat zwei aktuelle Angebote aktuell, die zeigen wir euch gleich auch noch. Und dann haben wir so ein bisschen den Fragenteil und so ein bisschen vermischtes, also Thema Service, Thema Firmware-Updates, da gibt es einige Fragen dazu. Da sprechen wir auch dazu. Okay, dann würde ich sagen, Herr Kapellmeister, Leon, kannst du vielleicht einmal kurz die Roadmap einblenden? Die ist nämlich aktualisiert, die ist jetzt, steht da jetzt so in all ihrer Pracht und das ist das einzig echte Neue dran, das hat aber für sehr viel Diskussionen geführt. Nils, was kannst du zu dem Objektiv sagen? Wie heißt es? Und wann kommt es und was wird es kosten und alle Details wollen wir jetzt wissen. Also erstmal räumen wir jetzt mit einem Vorurteil auf, dass wir schon seit Jahrzehnten fast über ein längerbrennweitiges Makro reden. Es war ja mal angekündigt, dann wurde es auf einmal wieder rausgenommen, ohne dass wir großen Wort drüber verloren haben. Dann ist es letztes Jahr im September wieder auf die Roadmap gerutscht. Als Makro, aber halt ohne Bezeichnung. Und jetzt haben wir halt die Chance genutzt und mal ein paar mehr Zahlen und Buchstaben dahin gepackt, das ist M Zuiko Pro 3,5 90 mm IS. Okay. Das ist jetzt die offizielle Bezeichnung und wir gehen jetzt einen Riesenschritt mit diesem Objektiv nach vorne. Also es ist jetzt wirklich in der Mache sozusagen. Mhm. Deswegen, um auch zu erklären, was ist eine Entwicklungsankündigung? Mhm. Das heißt jetzt, dass wir erstmal die Brennweite veröffentlicht haben. Wir haben die Lichtstärke veröffentlicht. Wir haben veröffentlicht so zwei Kürzel, IS, dass da noch was eingebaut ist. Wir haben noch nicht veröffentlichten Preis, weil den gibt es noch nicht. Und wir haben auch noch kein Bild, was ja auch im Forum gefragt worden ist, dass niemand ein Bild gefunden hat. Ja. Es gibt noch kein Bild, weil es ist eine Entwicklungsankündigung. Okay. Deswegen müssen wir auch gerade jetzt auf die Roadmap und den kleinen blauen Kringel auf der Roadmap begrenzen. Du hast jetzt gesagt, ein paar Daten gibt es schon. Lass uns die mal der Reihe nach durchgehen. Die haben ja einen gewissen Aussagewert. Also erstmal 90 mm, echte Brennweite. Das heißt, das entspricht in Kleinbild, / Vollformat, / 35 mm Format, einem 180er. Genau, einer sehr langen Brennweite. Mhm. Und Makroobjektive haben ja in unserer Marke auch eine relativ große Tradition. Ja, es gab ja mehrere Makroobjektive, auch früher im analogen OM-System. Und das wäre jetzt halt das dritte. Ne? Wir haben ja nach wie vor das 30 mm Makro, wir haben das 60 mm Makro, eins der meistverkauftesten Makroobjektive weltweit. Und haben jetzt halt das dritte Pendant, ein 90 mm Makro, was halt, wie du schön sagst, einem 180 mm Tele im 35 mm Format entspricht. Paar Anmerkungen jetzt aus dem Forum, hatte ich schon erwähnt, dass es das Uni-Forum gibt. Also wir senden heute gerade jetzt auf dem Kanal von Olympus selber, aber das ist ja eine Veranstaltung hier, die eigentlich aus dem Uni-Forum heraus gewachsen ist. Wer es noch nicht kennt, uni-forum.com oder einfach Olympus-Forum googeln. Wir sind, glaube ich, mir hat noch keiner das Gegenteil bewiesen, wir sind tatsächlich nicht nur deutschsprachig, sondern weltweit das größte Olympus- bzw. OM-System-Diskussionsforum. Ja. Das war jetzt eine ganz kurze Werbeeinblendung, was ich eigentlich sagen wollte. Wir machen gerne manchmal Umfragen und da sind zwei interessante Ergebnisse bei rausgekommen. Erstens nämlich, das 60 mm Makro ist tatsächlich das Objektiv, was die meisten User haben. Also ich tippe mal, dass da einige an ihre Standard-Kit-Objektive nicht gedacht haben, aber trotzdem, das ist ganz weit vorne. Also da hat... Ist ja auch eine schöne Brennweite, ne? Ja. 120 mm effektiv, dann halt auch die Lichtstärke 2,8. Ich meine, ich will jetzt hier keinen Fotokurs abhalten, aber damit kann man schon einiges machen. Nicht nur Makro, sondern... Nicht nur Makro, genau. Porträts zum Beispiel. Gut, das Zweite, wir hatten auch mal angefragt, was würdet, wenn ihr euch was wünschen könntet von Olympus? Und da haben wir eine Umfrage gemacht mit einem Freifeld, wo man frei was eintragen konnte. Das ist für mich, ich muss das auswerten, auf gut Deutsch die Pest, weil da schreibt jeder irgendwas rein. Aber ich habe mich da durchgeflöht und es waren, glaube ich, fast die Hälfte der Nennung. Also ich habe frei gefragt, Hälfte der Nennung hat gesagt, wir hätten gerne ein lang brennweitiges Makro. Und ja, vor 3 Monaten angefragt, jetzt ist die Entwicklungsankündigung da. Also das Forum wirkt. Also bilden wir uns jetzt mal ein.
Was natürlich auch sehr stark diskutiert worden ist im Forum und auch in anderen Foren, ist natürlich die Lichtstärke, 3,5. Da gab es dann auch so latente Kritik, warum kein 2,8er oder warum kein 2,0er. Ja, ich meine, machbar ist natürlich alles. Aber ich möchte auch hier nochmal darauf hinweisen, dass wir das schon ganz bewusst gemacht haben, weil wir haben uns ja, wie ihr ja alle wisst, für das Micro Four Thirds System entschieden. Wir gehen nicht wie die Kollegen den Weg ins 35 mm Format, weil wir halt auch sagen, wir wollen das kleinste und kompakteste Kamerasystem am Markt haben. Das gilt sowohl für Kameras als natürlich auch für Objektive. Und ein langbrennweitiges Makro mit einer höheren Lichtstärke hat natürlich auch viel mehr Glas vonnöten, was dann auch zulasten des Gewichtes geht, natürlich auch zulasten des Preises. Und deswegen haben wir entschieden, um die Kompaktheit und die Mobilität, das ist natürlich die Hauptaussage bei uns, nach vorne zu stellen, haben wir uns auf 3,5 Lichtstärke quasi konzentriert. Und ich meine, 180 mm ist eine super schöne Brennweite. Und ich habe eine Kritik gelesen, damit kann man ja keine Porträts machen. Weil wir reden jetzt hier von einem Makroobjektiv und wir haben natürlich auch Porträtobjektive mit extrem hoher Lichtstärke, ich sage mal 1,2 haben wir im Portfolio. Und natürlich kann man mit dem Objektiv Porträts machen, es ist logisch. Ja, aber in erster Linie dient ein Makroobjektiv halt der Kleinfotografie. Und deswegen finde ich die Lichtstärke 3,5 im Paket eigentlich ideal. Genau, also von mir aus vielleicht noch ein bisschen Hintergrund, Objektiventwicklung. Gerade Makroobjektive sind sehr heikel, weil ein normales Objektiv muss sozusagen für alle Entfernungen gerechnet sein. Aber das sind Maßstäbe, normalerweise gibt ein Standardobjektiv, keine Ahnung, 1 zu 10 oder 1 zu 5, das ist dann schon sehr weit. Und wenn man dann in so einen Bereich reingeht, da müssen wir auch gleich noch kurz drüber sprechen, Stichwort Abbildungsmaßstab, das geht, glaube ich, bis 2 zu 1. Sozusagen in der Ankündigung steht 4 zu 1, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Also wenn man in solche Abbildungsmaßstäbe reinkommt, da hat man dann wahnsinnig viel Korrekturaufwand, also muss dann von der Optikkonstruktion und von der Rechnung unheimlich viele Dinge berücksichtigen, weil man nicht nur Distanzen, sondern auch Abbildungsmaßstäbe berücksichtigen muss. Und das dann noch bei großen Öffnungen zu machen, das ist dann richtig anspruchsvoll und dann würde das alles sehr viel teurer und sehr viel schwerer und sehr viel größer werden. Insofern, das sind immer Kompromisse und ich glaube, da vergibt man sich nicht viel, weil bei einem Makroobjektiv geht es ja nicht um Freistellung. In erster Linie nicht, nein. Okay, gehen wir mal weiter durch. Wir haben noch Kürzel dran. Es ist ein Pro-Objektiv und IS war ein Stichwort. Ja, das Objektiv hat einen integrierten Bildstabilisator, wie zum Beispiel das 100-400 oder auch das 300 mm. 12 bis 100 hat auch ein weiteres Objektiv mit integriertem Stabi. Also dann natürlich ein optischer Stabilisator. Ja. Das war eine Frage aus dem Forum, ich weiß gerade nicht den Namen, kann ich gleich noch nachschauen. Der fragte, wird das denn auch mit dem IBIS, also der Stabilisierung innerhalb der Kameras zusammenarbeiten, also ein Sync-IS? Wissen wir noch nicht. Es ist deswegen eine Entwicklungsankündigung, da können sich Parameter immer noch ändern. Deswegen gibt es auch noch kein Bild. Ja, also da bitte ich darum, dass ihr noch ein bisschen Geduld habt, bis wir die finalen technischen Daten irgendwann veröffentlichen. Wir haben ja auch eine Zahl hingeschrieben, eine Jahreszahl, wann das Objektiv kommen soll. Das Jahr 2023 steht da. Das ist Stand jetzt das nächste Jahr? Das nächste Jahr, genau, aber noch nicht näher spezifiziert. Also wir sagen nicht, wann genau. Okay. Gut. Wir wollen uns ja noch öfters sehen. Ne? Ja. Nee, das machen wir auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir sozusagen den Objektivnamen einmal komplett durchdekliniert. Habe ich noch irgendwas vergessen? Jetzt reden wir mal über das Thema Abbildungsmaßstab. Da gab es auch eine Diskussion im Forum. Das Objektiv hat einen Abbildungsmaßstab von 2 zu 1. Auf Micro Four Thirds gerechnet und das entspricht einem Abbildungsmaßstab von 4 zu 1 im Kleinbildformat. Das muss man fairerweise immer angeben. Um einfach einen Vergleich zu haben, weil der Vergleich wird ja automatisch gezogen. Okay, das heißt, weil es geht, der Abbildungsmaßstab ist dann auf den Sensor. Das heißt, wenn ich etwas hätte, was so groß ist wie der Sensor, das wird genauso groß abgebildet, wäre das 1 zu 1. Wenn es halb so groß ist, wäre es 2 zu 1. Und dann hat man das ja Formatfüllen sozusagen auf dem Micro Four Thirds Sensor. Wenn man das dann sozusagen vergleicht mit einem 2 zu 1 Objektiv, eines
eines Vollformat, einer Vollformatkamera, dann hat man ja, man muss ja eigentlich vom Objektivfeld ausgehen, oder vom Bildfeld, was abgebildet wird. Und da hat man dann sozusagen beim endgültigen Bild, also wenn man sozusagen das, was auf dem Sensor abgebildet ist, tatsächlich daraus einen Print macht, dann hat man sozusagen die vierfache, also verglichen mit einem oder analog zu einem Kleinbildobjektiv in einem Kleinbildsystem, hätte man dann 4:1. Genau. Okay. Wird für Diskussionen im Forum sorgen, muss ich vielleicht dann auch nochmal ein Video dazu machen. Ich habe schon mal ein längeres für Systemkamera TV zum Thema Äquivalenz gemacht. Wunderbares Thema, um sich Länge mal Tiefe misszuverstehen. Da gibt es auch Diskussionsbedarf, aber das machen wir heute Abend nicht. Guck mal in den Chat, da gibt es noch keinen großen Prozess. Klammern wir aus das Thema heute Abend. Fakt ist, wir nehmen uns dem Thema langbrennweitiges Makro jetzt wirklich an. Mhm. Also wir machen jetzt wirklich ernst. Mhm. Wir haben die Brennweite veröffentlicht, wir haben die Lichtstärke veröffentlicht, wir haben einen wichtigen Parameter veröffentlicht, dass es einen eingebauten Stabilisator hat. Mhm. Wir haben ein Erscheinungsjahr veröffentlicht. Mhm. Das ist schon relativ viel. Und dann gucken wir mal. Ne? Wenn es weitere Details gibt, werden wir die natürlich dann auch hier in unserem Format als Erste natürlich verkünden. Genau, ich gucke gerade ganz unhöflich hier parallel, wenn du redest, in die Frageliste rein. Das meiste haben wir schon abgearbeitet. CE-Ost fragt Preis und Liefertermin. Wissen wir noch nicht, /2023. Das mit der Bildvergrößerung, der maximal vierfachen Bildvergrößerung, haben wir auch besprochen. Sync-IS haben wir angesprochen. Und jetzt eine ganz tricky Frage, auch wieder von Sascha Hübner. Ist es realistisch, eure Einschätzung, dass sich das Objektiv in einem Preisbereich von 800 bis 1500 Euro bewegen wird? Das werden wir dann wissen, wenn wir die finalen Daten haben. Also da bitte nicht böse sein, aber da spielen ganz viele Parameter eine Rolle und das werden wir zu gegebener Zeit veröffentlichen. Okay. Letzte Frage. Ist es bekannt oder ihr könnt es auch gerne persönlich einschätzen, wo sich ungefähr die Naheinstellgrenze bei maximaler Vergrößerung befinden wird? Ist noch zu früh. Ja. Also das ist jetzt meine Einschätzung, ohne dass ich jetzt allzu tief oder überhaupt nicht in der Entwicklung drin bin. Wenn wir das jetzt sagen würden, dann könnte dann jetzt die Konkurrenz sich ziemlich gut rausrechnen, wie das konstruiert wäre. Und das ist etwas, was OMDS nachvollziehbarerweise natürlich nicht gerne möchte. Und man darf auch nicht vergessen, es ist ein Pro-Objektiv, also wir werden da alle Register ziehen, um natürlich das optisch Beste hinzukriegen, was man von uns gewohnt ist. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf dieses Objektiv, weil es uns ja auch schon so lange begleitet. Genau. Genau. Aber ich bin mir sicher, wir finden dann neue Objektivwünsche. Der Leon gibt mir gerade Signale. Haben wir Fragen im Chat? Zwei Stück, ja. Okay, dann blend mal gerne ein. Wir haben so eine tolle Funktion. Peter Herd fragt, wie sieht es mit den Telekonvertern aus? Wenn man die verwenden könnte, wäre das Makro noch mal flexibler. Auch da, Peter, viele Grüße, muss ich noch um etwas Geduld bitten. Das können wir dann veröffentlichen, wenn wir wissen, wie groß das Objektiv überhaupt wird. Okay. Ich denke, bei der nächsten Frage wird es ähnlich sein. Gut, Bernhard Watzinger fragt, gibt es Infos zum Handling des neuen Makros? Stichwort Fokuswahlrad oder FN-Taste? Also dieses Spielchen können wir, glaube ich, noch relativ lange spielen, so ich ungefähr. Moment, wir haben jetzt September so 4 bis 16 Monate, je nachdem, wann es kommt, so lange können wir das noch spielen. Nils ist da leider sehr professionell und auch mit Alkohol kriegt man ihn nicht dazu, irgendwelche Fragen zu beantworten. Wir behalten mal diese Fragen und wir halten das jetzt mal alles für den Stammtisch, den wir dann vielleicht zum neuen Makroobjektiv machen. Die Fragen sind ja legitim. Ja. Ne? Okay, haben wir noch Fragen, Leon? Dann immer her damit. Bobby Digital fragt, also gibt es keine wirklichen Details, aber das Objektiv kommt 2023. Details nicht, also wir wissen die Brennweite, wir wissen die Lichtstärke. Wir wissen, dass es ein Pro-Objektiv ist. Wir kennen den Vergrößerungsmaßstab. Genau. Dass es einen internen Stabilisator hat. Also es gibt schon Details. Das ist nichts, würde ich sagen. Aber klar, ihr wollt mehr wissen. Also es ist völlig legitim, dass ihr nachfragt und mehr wissen wollt. Aber ich glaube, das Spielchen, das spielen wir jetzt auch schon ein bisschen länger. Es muss ja auch spannend bleiben. Deswegen, Bobby, leider, nee, mehr Details gibt es aktuell nicht und wir bleiben dran. Und wenn Nils darf, dann sind wir, glaube ich, mit die Ersten, die davon erfahren. Ja, auf jeden Fall. Versprochen. Genau, sag mal kurz, wie viele Leute schauen gerade zu? Sehr schön, 170 Leute, sehr schön. Also das entspricht fast genau der Brennweite. Also wenn wir noch 10 kriegen, dann haben wir es. Okay.
Ist das dann die Kleinbild-äquivalente Zuschauerzahl? Genau. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Tagesordnungspunkt, Themen. Genau, vielleicht mal ein paar ganz kurze Worte zum Audiorekorder. Ist jetzt, wie gesagt, so ein Zufallsgast. Wir haben wir hatten ein paar Bilder vorbereitet. Leon, vielleicht kannst du den mal kurz einspielen. Da haben wir die Abbildung des Audiorekorders selber. Besser. Das ist jetzt letztlich schlecht einschätzen. Geh vielleicht mal zu dem Bild, wo man sieht, wie das auf der Kamera drauf sitzt. Da sieht man nämlich erstmal, wie schnucklig klein er ist. Nils, sag kurz was. Was kann der? Und vielleicht auch, das war auch schon eine Frage vorab im Forum, was unterscheidet sich vom Vorgänger? Oder und warum sollte das jetzt überhaupt einen Fotografen oder Filmer mit Systemkameras interessieren? Also wie ihr ja merkt, befasst sich OM System jetzt viel stärker als vorher mit der Thematik Video. Also wir haben ja auch bei der neuen OM 1 auch die Videomöglichkeiten deutlich nach oben geschraubt. Wir haben das erste Mal zum Beispiel Zebra-Funktionen drin, also Sachen, die schon aus dem professionellen Videomarkt an uns herangetragen worden sind. Und zu Video gehört natürlich auch Ton. Und wir haben eine sehr große Erfahrung, was Audiorekorder angeht. Wir hatten ja zum Beispiel den Studiorekorder LS100, der ein relativ großes Gerät war. Und jetzt haben wir halt den wirklich, du hast es eben gerade schön umschrieben, schnucklig klein, den kleinen LSP5, der ist also wirklich nur so groß, ist super kompakt. Und der hat halt den, in meinen Augen, super Vorteil, man kann ihn direkt an der Quelle quasi platzieren, also da, wo der Ton herkommt. Und er muss nicht zwingend auf der Kamera stehen. Und er hat ja, das ist ja auch einer der Hauptunterschiede zum LSP4, er ist fernsteuerbar. Okay. Das heißt, ich kann ihn mit einer Remote-App über mein Smartphone oder über mein mobiles Device, iOS oder Android, kann ich ihn quasi pegeln. Okay. Ich muss also nicht wie früher immer zu meinem Rekorder hinlaufen, Pegel verstellen, wieder zurücklaufen zur Kamera. Das mache ich jetzt alles quasi remote. Und das ist echt hart. Also vielleicht, um es mal konkret zu machen, irgendwie Szenario, man ist Konzert oder Kneipe oder eine Bar, wo vorne jemand singt, kann man das Mikro vorne hinstellen. Genau. Kann sie zurückstellen mit einem dann vielleicht alkoholhaltigen Getränk im Gegensatz zu uns. Und dann kann das aufnehmen, das Pegeln, kann man das dann auch abhören über das Telefon? Ja. Und gleichzeitig filmen. Das ist natürlich dann sehr komfortabel. Ja. Und das alles in meinen Augen wirklich super schönen kleinen Gerät. Und wie gesagt, wir freuen uns jetzt, dass wir das Gerät jetzt relativ schnell in die Auslieferung bekommen haben. Ja. Die ersten sind ja schon eingetroffen. Genau, heute gerade im Forum. Und wir freuen uns dann auch auf das Feedback, weil das geben wir 1:1 gleich weiter an unsere Entwickler in Japan, weil die haben da jetzt auch so ein bisschen, ich sag mal, Blut geleckt, was so das Thema Filmen, Ton, Tonqualität, CD-Qualität, digitale Tonaufzeichnung, also auch für uns wieder ein komplett neues Betätigungsfeld. Eins müssen wir noch sagen. Was kostet das Teil? Um die 230 Euro. Ja, das würde ich sagen, ist ein echt fairer Preis. Das hast du natürlich auf dem linken Fuß erwischt, wollte ich mir vorhin noch angucken. Aber es, okay. es ist ein bezahlbarer Preis, finde ich. Ja, absolut. Also wir arbeiten jetzt hier zum Beispiel so mit drahtlosen Mikros. Ich sehe gerade, hier ist mein Druckknopf aufgegangen, wie vermutet. Trage nie Hemden mit Druckknopf, wenn du eine Live-Video-Aufzeichnung hast. Wir arbeiten jetzt hier mit drahtlosen Mikros. Das wäre natürlich auch eine schicke Geschichte, um das über so ein Device zu machen. Ja. Okay. Das, wie gesagt, war ja sozusagen thematisch der Überraschungsgast in unserem Live-Talk hier. Jetzt gehen wir mal zu den Themen, den Promotions. Also ihr macht ja relativ häufig so Verkaufsförderungsaktionen. Und da haben wir jetzt, glaube ich, zwei Dinge, die sehr attraktiv sind. Leon, vielleicht kannst du das mal einblenden. Einmal haben wir die, wenn man die EM5 Mark III kauft, gibt es dazu bis zu 350 Euro Cashback mit vier verschiedenen Objektiven. Gehen wir vielleicht einen weiter, da sieht man dann auch, was es wofür gibt. Also es gibt 300 Euro Cashback von der EM5 Mark III, wenn ich es richtig verstanden habe, auch im Kit. Mhm. Wenn man dann eins von den drei Objektiven, das 17er, 25er oder 45, 1:1,8 kauft im Kit, 300 Euro Cashback. Und, das finde ich wirklich sehr attraktiv, weil das ja auch ein sehr begehrtes Objektiv ist, 350 Euro Cashback mit dem 40 bis 150 4,0 Pro. So, wen es interessiert, wir haben Shortlinks gebaut, die kann man jetzt während des Videos vielleicht sich auch kurz mal abtippen.
Das ist hier so der URL-Shortener, wie wir Amerikaner sagen, vom Uliforum, also uliforum.com/c und dann einfach YT11, also wie YouTube 11. Da werdet ihr dann weitergeleitet in den OM-Shop, kommt auf die Seite, wo das dann alles genau gelistet ist mit Konditionen und so weiter. Ja, und wir haben ja bei OM System auch immer so Themenmonate und der September steht ja auch ganz im Zeichen der Makrofotografie. Mhm. Das passt dann natürlich auch alles, ne? Auch mit der Ankündigung der neuen Roadmap. Und okay, Stichwort Makro passt die zweite Aktion sehr schön, weil es gibt auf die bestehenden Makros, das heißt das 30er und das 60er, gibt es jeweils 100 Euro Cashback. Die übrigens auch im Programm bleiben, habe ich heute Morgen die Frage ereilt. Also es wird keins rausgenommen. Mhm, okay. Wir bauen die Serie eher noch aus. Ne? Ja, ja, ist ja auch eine, ich meine, so generell habt ihr ja so ein bisschen euer Profil verschärft in letzter Zeit, so Richtung Naturfotografie. Und da gehört natürlich auch Makrofotografie dazu, dass es so viele User im Forum gibt, die das 60er schon haben, dass das so beliebt ist und das so oft nach dem 90er gefragt wurde. Das zeigt ja, dass das da wirklich eine ganz große Stärke von OM System. Ja, wir haben uns auch dem Thema Schnelligkeit angenommen. Also bei der OM1 haben wir ja die Stacking-Funktion verbessert, dass es nur noch 5 Sekunden dauert, um die Bilder zu stacken. Mhm. Einfach auch, um dem ganzen Freihand-Thema einen komplett neuen Raum zu geben. Ja? Mhm. Mobilität, Freihand, Schnelligkeit, Motiv schnell da, schnell wieder weg. Mhm. Ne? Also geht schon alles in die richtige Richtung. Okay, das waren jetzt die beiden Promotions. Leon signalisiert mir mit einem V, er hätte wahrscheinlich 2 Fragen da. Sprich, Leon, beziehungsweise blend ein. Ja, blend gerne ein. Ogo fragt, gibt es technische Gründe, weshalb beim LSP5 ein Micro-USB-Anschluss verbaut wird? Also im Gegensatz zu einem USB-C-Port wahrscheinlich, den mittlerweile viele Geräte haben. Also muss ich jetzt aus dem Bauch raus antworten, die wird es mit Sicherheit geben und es können vielleicht sogar auch kaufmännische Gründe sein. Ja? Ja. Aber mehr kann ich leider dazu nicht sagen. Mhm. Aber ich werde die Frage gern mitnehmen und wenn ich da eine Antwort drauf bekomme aus Japan, werde ich sie gern mitteilen. Alles klar. Gut, nehmen wir mit, werden wir dann im Forum beantworten. Ja. Du hattest noch eine Frage, Leon? Okay. Roland fragt, gibt es einen Empfänger für Bluetooth, um direkt die Kamera aufzunehmen mit dem LSP5? Nein. Okay, also das wäre dann das Szenario, dass man sozusagen vorne das Gerät an der Bühne stehen hat. Das überträgt dann nicht ein Smartphone, sondern das wird dann direkt in die Kamera über Bluetooth-Empfänger, der dann per Mikroklinke reingeht. Das gibt es nicht. Das heißt, das muss man dann im Smartphone aufnehmen und dann synchronisieren, aber das ist etwas, was normale Schnittprogramme wirklich mittlerweile mit Mausklick machen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Genau. Gut. Gibt es noch Fragen, Leon? Ja. Beim LSP5 ist der Akku intern und fest verbaut oder wechselbar? Weißt du das aus dem Stand? Da ist kein Akku drin, da sind normale Triple-A-Batterien drin. Genau. Also zwei normale Triple-A-Batterien. Also kann man ganz normal ausbauen. Genau, das heißt, dann kann man auch Akkus einsetzen. Ja, ne? Natürlich. Klar, also kann man auch handelsübliche nachladbare Akkus benutzen und hat dann einen kleinen ökologischen Footprint. Ja. Gut. Gibt es noch Fragen, Leon? Gut, das waren die Fragen zum LSP5. Der kann auch über USB geladen werden, ne? Der LSP5. Also das Kabel wird mitgeliefert, dass man das Gerät direkt am Rechner quasi aufladen kann. Dann müssen das ja Akkus sein. Ja. Aber die sind nicht fest verbaut, das wollte ich damit sagen. Also, okay, gut. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich so die wichtigsten Themen abgearbeitet. Jetzt kamen ja so einige Fragen, und wir haben sehr viele Fragen. Vielleicht erstmal, das war ein Thema in letzter Zeit im Forum, die Situation im Service. Da habe ich auch sehr viele direkte Anfragen gekriegt, weil Leute versucht haben, den Service zu erreichen. Ja. Vielleicht kannst du mal, das ist so für viele natürlich ein bisschen so eine Blackbox, die rufen irgendeine Nummer an, oder schreiben irgendwo eine Mail hin und die wissen nicht genau, wo das rauskommt. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wo sitzen die Leute und wie ist das alles strukturiert und was hat sich da jetzt in letzter Zeit getan? Also eigentlich haben wir da zwei quasi Adressen. Wir haben den Customer Support, die sitzen in Prag. Mhm. Die machen quasi die ganzen Schreibsachen mit den Usern und telefonieren auch teilweise mit den Usern. Und repariert wird in Coimbra, also in Portugal. Ja.
Und wir wissen, dass es da teilweise Schwierigkeiten gab, uns zu erreichen. Das Thema wird jetzt auch aufgenommen und wir werden uns da also auch intern zusammensetzen und gucken, wie wir da die bestmögliche Lösung hinbekommen, dass wir wieder eine feste Telefonnummer haben und vielleicht sogar auch eine E-Mail-Adresse. Wir wollen einfach an der Schnelligkeit vom Service arbeiten. Mhm. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, wir haben jetzt neue Leute eingestellt in Portugal. Wir haben also an der Manpower sozusagen gearbeitet. Das ist jetzt der Bereich, wo repariert wird. Wo repariert wird. Mhm. Einfach um die ganze Thematik Service nach vorne zu bringen. Wir sind schon, finde ich, relativ gut, was auch die Schnelligkeit angeht. Dazu gehört aber auch dann das Thema Tracking-Nummern, dass man dann auch nachverfolgen kann, ob ein Paket schon wieder unterwegs ist oder wo überhaupt die Reparatur sich gerade befindet. Auch das ist ein Thema, was gerade intern diskutiert wird. Also wir haben da gerade eine relativ große Baustelle, was Service angeht, die alles so in meinen Augen in die richtige Richtung läuft. Okay, wie sieht das jetzt in Prag aus? Also wenn ich jetzt irgendwo anrufe, irgendeine Service-Nummer anrufe, vielleicht können wir mal kurz sagen, wo findet man die? Die ist normalerweise auf unserer Webseite drauf, wenn man in den Bereich Reparaturen geht. Da ist eine Nummer zu finden, die ich nicht im Kopf habe, die ist zu lang. Okay. Ja, aber wie gesagt, da wird aktiv dran gearbeitet. Wir wissen, dass da wirklich Handlungsbedarf ist. Okay, gut. Gibt es da noch Fragen von Usern? Dann stell die gerne im Chat. Ich gucke gerade noch mal hier ganz schnell quer durch. Der Ogo schreibt auch, also mal Bestätigung für dich, weil der LSP5 arbeitet tatsächlich mit zwei AAA-Batterien. Gut. Noch eine Frage, ich springe gerade mal zurück, weil wir gerade beim Thema LSP5 waren. Beim LSP4 war für die Kameramontage so ein kleiner Adapter nötig. Wie ist das bei LSP5? Der kleine Adapter kann leicht verloren gehen. Da ist auch ein Adapter nötig, das ist im Prinzip der gleiche. Und wir haben ja auch sogar so ein kleines Zubehörteil, das ist so ein Schwingungsdämpfer. Ja. Der dann, wenn man den LSP5 auf der Kamera drauf hat, dass er nicht durch irgendwie Schwingungen quasi dann Irritationen... Also Autofokus oder ähnliche Geschichten. Ne? Das haben wir auch noch. Okay, gut. Also ist wie beim LSP4, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay, dann gucke ich mal weiter in meine Liste. Hast du noch andere Themen so aus dem Unternehmen? Gibt es da was zu berichten? Also generell... das Thema Service haben wir schon kurz angesprochen. Dann gab es ja einige, ich sag mal, Beschwerden im Forum über die Qualität, die haptische Qualität der OM1, dass da von den Knöpfen die Beschriftung sich runterruppelt. Genau, da haben wir auch eine Frage zu, ja. Also da gibt es, ich kann generell sagen, das ist kein Problem an sich, es ist also kein Serienfehler, sondern es sind Einzelfälle, die von uns sehr genau beobachtet werden, wenn das Gerät dann eingeschickt wird und da schauen wir gerade uns den Fertigungsprozess an. Genau, da hatte der User Lichtfang dazu gefragt, ausgehend von den beschriebenen Problemen im Forum, Tastenabrieb an der OM1, welche Taste ist das? Das ist die OK-Taste. Die OK-Taste, also da geht dann irgendwie die Farbe ab. Farbe ab, okay. Ja, und das wird, wie gesagt, gerade auch mit der Produktion diskutiert, ob wir da Änderungen vornehmen können oder müssen. Aber ich kann jetzt generell sagen, es sind Einzelfälle. Okay, dann muss man auch dazu sagen, sehr kulant immer abgewickelt werden. Ja, aber auch die Fälle werden von uns sehr genau beobachtet, weil die OM1 ist für uns auch ein wichtiger Baustein für unsere neue Marke. Okay, dann direkt vom gleichen User, auch zum Thema Reparatur. Wie lange sind OMDS-Produkte mindestens reparierbar? Manchmal werden bei Produkten so 10 Jahre nach offiziellem Verkaufsende angegeben. Also wir halten uns da so etwas an die gesetzliche Vorgabe und die heißt 7 Jahre nach Produktionsende. Das heißt, solange wir Ersatzteile vorhalten. Solange habt ihr Ersatzteile, das heißt, legt die auch auf Lager. Könnt garantieren, dass ihr da so lange... Und danach muss man dann im Einzelfall prüfen, was, wenn ein Ersatzteil nicht mehr da ist, ob man noch was machen können. Mhm. Und teilweise machen wir dann auch Angebote, dass man dann sagt, okay, besserer Preis für ein Nachfolgemodell. Das wird dann mit dem Customer Support direkt geklärt. Mhm. Da vielleicht so aus meiner Erfahrung ausdrücklich nicht mit OMDS oder Olympus. Das ist für Kamerahersteller, ich glaube, wie für viele Gerätehersteller, ein unheimlich heißes Thema. Wenn man jetzt so ein Produkt anbietet und man hat so oft so Produktzyklen zwischen einem halben Jahr, einem Jahr oder so,
solche Geräte dann noch länger weiter zu reparieren, dafür muss man sich ja in unbekannter Zahl das Zeug auf Lager legen, ja, die Ersatzteile, weil man die teilweise nicht mehr nachkaufen kann. Also ich weiß von einem Kamerahersteller, der hatte riesengroße Probleme, einen Sensor, der getauscht werden sollte, den gab es schlicht und ergreifend nicht mehr. Der konnte nicht nachproduziert werden und das ist natürlich dann eine sehr unschöne Situation für den Konsumenten, wenn sein Produkt sich nicht mehr reparieren lässt und natürlich auch für den Hersteller. Das ist ja keine Leichtfertigkeit, sondern das ist dann auch kaufmännisches Notwendigkeit. Letztlich redet man über Geld. Ja. Ja, und Sachen, die an Lager liegen und jahrelang nicht bewegt werden, irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr einsetzbar sind, weil sie vielleicht sich auch verändert haben, gerade ja, so Sensoren, wenn man die jahrelang liegen lässt, ich meine, die verändern sich auch, ja, es ist ja ein organisches Material, was da drauf ist, ja, dann muss man über die Kosten reden, ne? Da ja, muss man sehen, ist das noch gewährleistet oder gerechtfertigt, ja, so viele Ersatzteile auf Lager zu haben. Aber wir genau, sagen halt, 7 Jahre nach Produktionsende, so lang versuchen wir die Ersatzteile. Genau, das war jetzt ein etwas längerer Exkurs. Die Frage war, wie lange ist reparierbar? 7 Jahre ist auf jeden Fall euch die gesetzliche Richtlinie. Danach hängt es dann davon von der Ersatzteilversorgung ab. Das kann dann auch länger sein. Hängt dann wahrscheinlich auch davon ab, wie populär so ein Produkt war und ja, wie dann die Ersatzteilbevorratung ursprünglich mal ja, gemacht wurde. Genau. Gut, dann eine schöne Frage habe ich von Tamanduas. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Soll es in Zukunft im Menü rechnerische Modi weitere Funktionen geben, die das Fotografieren komfortabler machen oder für einen Wow-Effekt sorgen? Da verweise ich nur auf unsere Firma OM Digital Solutions. Und Solutions, das wären zum Beispiel digitale Lösungen. Wir werden natürlich wir tüfteln an neuen Sachen und werden dann zu gegebener Zeit entscheiden, wann und ob die in die Geräte reinkommen. Mhm. Mehr Details kann ich heute noch nicht geben, aber das ist ein Prozess. Wir fragen natürlich, welche Funktion wird wo eingesetzt, was gibt es für Wünsche. Mhm. Wir haben zum Beispiel eine Liste, die wir monatlich ausfüllen, wo wir dann diese ganzen Fragen aus den Foren weltweit sammeln und dann quasi eine Liste aufbereiten, die wir einmal im Monat nach Japan schicken, direkt in die Entwicklung und dann mit den Kollegen, also die Kollegen darauf hinweisen, dass A, eine Funktionalität sehr gut vom Markt angenommen wird. Im schlimmsten Fall, dass die Leute sagen, was soll das denn? Braucht kein Mensch. Auch das steht in dieser Liste drin. Ja, okay. Ja. Und wir geben dann auch gerne, sehr gerne sogar Verbesserungsvorschläge da rein. Ja. Weil manchmal ist es wirklich so, dass man guckt immer, okay, wenn ich das mache, kommt automatisch das und kommt automatisch das. Und da kommt vielleicht ein User um die Ecke und sagt, ja, aber macht's doch mal so rum. Ja. Ne? Und dann haben wir überlegt, okay, macht irgendwie technisch, wissen wir nicht, wie es geht, aber wir schreiben es mal auf. Und diese Liste wird, wie gesagt, einmal im Monat erstellt und wird wirklich dann auch in Japan auch diskutiert. Okay, das ist jetzt ein bisschen gefährlich, aber ich gebe jetzt mal den Hinweis, ich glaube, ich hatte das schon erwähnt, es gibt ein Oli-Forum, oli-forum.com und Nils ist wirklich einer, ich arbeite ja auch durchaus mit anderen Firmen zusammen, Nils ist wirklich einer der wenigen Firmenmitarbeiter, die regelmäßig in Communities mitliest und also wenn ich ihm sage, du im Forum stehst, sagt Nils, weiß ich doch schon. Also Nils liest da sehr mit. Also es lohnt sich bei uns mitzudiskutieren. Es lohnt sich auf jeden Fall auch Vorschläge zu machen. Vielleicht müssen wir dafür einen eigenen Bereich mal machen, wo man sowas dann ein bisschen ventilieren kann oder ein bisschen diskutieren kann. Und das wird dann auch tatsächlich in Japan gehört. Es ist natürlich schwer, sowas zu versprechen. Ja. Ja, aber wir haben uns dem Thema Computational Fotografie verschrieben. Wir haben ja auch mit der OM1 da auch ein paar sehr schöne Sachen jetzt schon implementiert. Ja. Das müssen wir vielleicht gerade mal machen. Mir fällt gerade auf, wir reden hier über rechnerische Modi und was es da gibt. Und wir machen gerade hier so ein bisschen Trockenschwimmen. Vielleicht ein paar Beispiele. Vielleicht kannst du mal ein paar Sachen so kurz schildern, damit das jetzt ein bisschen transparenter wird, was denn diese rechnerischen Modi oder Neudeutsch oder auf Englisch dann Computational Photography. Ja, was mein Fassen ist zum Beispiel dann die Möglichkeit Live ND zum Beispiel. Mhm. Ja, also der neutral dichte Filter live in der Kamera quasi integriert. Jetzt bei der neuen OM1 bis 64-fach. Mhm. Ich habe es ja bei der Vorstellung von der OM1 schon erwähnt. Wir versuchen natürlich dann noch mehr Filter zu integrieren. Im besten Fall vielleicht irgendwann 128-fach. Müssen wir sehen, ob es funktioniert, weil wir müssen immer gucken. Es ist nicht nur das Problem, dass es geht oder nicht geht, sondern was passiert mit der Performance der Kamera. Ja.
Wird die Kamera extrem langsam dadurch oder geht der Stromverbrauch in ungeahnte Höhen? Dann kommt wieder das Thema, ja, mein Akku ist so schnell leer. Diese Parameter müssen alle in Einklang gebracht werden. Und wenn wir das im Labor hinkriegen, dann können wir sowas machen. Ne? Und das ist zum Beispiel ein Beispiel für Computational Fotografie oder natürlich der High-Resolution-Shot, der jetzt auch bei der OM1 oder bei anderen Kameras auch schon aus der Hand funktioniert. Wir haben ja angefangen 2015 mit der EM5 Mark II. Das war die erste, die diesen High-Resolution-Shot damals hatte, nämlich vom Stativ. Ja. Und dann kam halt die EM1X auf einmal um die Ecke mit Freihand, was ja komplett neue Möglichkeiten dann auch wieder bedeutet. Ne? Und jetzt geht's weiter. Ne? Ja. Gucken wir mal. Genau, um es vielleicht ein bisschen größeren Kontext zu stellen, also diese rechnerischen Modi oder Computational Photography, die basieren letztendlich darauf, dass die Kamera mehrere Bilder aufnimmt und daraus dann Dinge errechnet. Also das ist sozusagen jetzt so die nicht die reine Lehre, das ist ein fotografiertes Bild, sondern zum Beispiel der Live-ND-Filter, da werden dann sehr viele Aufnahmen gemacht und werden dann zu einer Pseudo-Langzeitbelichtung zusammengebaut. Das heißt, man kann so einen Effekt aktuell wie mit einem ND-Filter, ND64-Filter machen, auch aus der Hand, wenn ich es richtig weiß. Das heißt, man kann aus der Hand Langzeitbelichtung machen. Sehr coole Sache. Oder Live Composite bei der OM1 kann man jetzt auch aus der Hand machen, weil einfach der Stabilisator ganz anders arbeiten kann. Ja. Ganz kurz, Live Composite ist, dass man sozusagen eine Nachtaufnahme macht, wo die Dinge nicht überbelichtet werden, wenn sie hell sind, sondern dann werden viele Aufnahmen gemacht, es wird geschaut, ist das schon ausreichend belichtet, dann kommt da sozusagen nicht mehr Licht dazu, sondern es wird miteinander verrechnet. Damit kann man eben ganz tolle Bilder machen, so Star Trails, wo dann aber so andere beleuchtete Gebiete nicht überlichtet werden. Ich meine, wir haben natürlich, die Fotobranche hat natürlich einen großen, ich sag mal, Gegner. Das sind die Smartphones. Und wenn man dann sieht, was in Smartphones mittlerweile rechnerisch möglich ist, und die Leute, die sagen, komm, ich habe mir jetzt ein tolles Smartphone gekauft und es kommt jetzt auch bald wieder was Neues. Und ich brauche jetzt keine Kamera mehr, weil ich kann jetzt mit dem Smartphone auch Nachtaufnahmen zum Beispiel machen. Aus der Hand. Das ist natürlich etwas, was wir uns sehr genau angucken, weil wir halt immer noch sagen, bei einer Kamera ist halt der Sensor erheblich größer als bei einem Smartphone. Dementsprechend ist die erreichbare Bildqualität um ein Vielfaches besser. Und wir wollen natürlich, dass weiter Kameras verkauft werden. Und natürlich ein unschlagbares Argument natürlich für eine Kamera ist natürlich auch die Objektivparameter. Ja. Es ist relativ einfach, in einem Smartphone, sagen wir mal, Weitwinkel und Ultraweitwinkel zu integrieren. Aber es wird schon relativ sportlich, wenn es in den Telebereich geht. Genau. Und auch ganz speziell in den Zoom-Bereich. Es gibt schon Smartphones, die haben quasi eine Zoom-Funktion. Allerdings immer nur so in kleinen Schritten. Ne? Und da spricht alles natürlich für eine Kamera. Ne? Und trotzdem spielen diese Parameter alle zusammen. Und deswegen ist das sehr schöne Betätigungsfeld Computational Fotografie. Genau. Also vielleicht, um noch die dritte Funktion kurz zu erklären, die du gerade angerissen hast, den High-Res-Shot. Der basiert dann eben darauf, dass auch wieder mehrere Aufnahmen gemacht werden, wo der Stabilisator die Bilder gegeneinander um so halbe Pixel verschiebt. Ja. Und daraus kann man dann, das ist relativ rechenaufwendig, kann man daraus dann wiederum hochaufgelöste Bilder errechnen. Ja, wir haben ja zum Beispiel bei unseren Kameras maximale Auflösung von 20 Megapixel und wir schaffen mit dem High-Resolution-Modus jetzt schon 80 Megapixel, was uns ja eine ganz andere Hemisphäre katapultiert. Genau. Also deswegen ein ganz wichtiges Thema, ganz heißes Thema, wo ihr auch immer sehr weit da vorne seid. Deswegen sehr berechtigte Frage von Tamanduas. Da haben wir ja angefangen, ob da was kommt. Da bin ich mir sehr sicher, dass sich die Kollegen in Japan da wieder interessante Dinge ausgedacht haben. Davon kannst du ausgehen. Gut, jetzt haben wir ein paar Fragen, die eher so in die Zukunft gehen. Manfred fragt, wird die M10-Reihe weitergeführt? Stand heute ist da keine Änderung geplant. Also die EM10 Mark IV und die EM10 Mark IIIS sind beide im Lieferprogramm und es wird auch nächstes Jahr so sein. Also wir haben da keine Information, dass da irgendwas passiert, weil diese Serie verkauft sich weltweit sehr gut. Ja, ist ja auch ein super Einsteigermöglichkeit. Also die Preise und mein Gefühl jetzt so bei Marktwahrnehmung, dass alle Kameras, die so neu vorgestellt wurden, irgendwie so in der 1.500 bis 6.000 Euro Liga stehen. Und da ist natürlich die EM10-Serie ein schöner Einstieg,
Und trotzdem punktet diese Serie ja auch schon mit technischen Innenleben. Also es ist nicht nur eine Einsteigerkamera, um halt günstig an eine OM-System-Kamera zu kommen, oder die heißt ja noch Olympus. Ja, aber da ist schon einiges drin. Ja, und die wird auf jeden Fall weitergeführt. Gut, das ist eine schöne, klare Aussage. Wo wir beim Weiterführen sind. Borberat fragt ganz undiplomatisch, wo bleibt die OM1X? Ja. Frage ich mich auch. Okay. Also du weißt es nicht. Nein, nein, das ist eine. Wir konzentrieren uns jetzt auf die OM1. Mhm. Die EM1X ist noch im Programm. Mhm. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Mhm, ne? Okay. Also wir haben da jetzt kein Druck. Okay. Muss man vielleicht auch nochmal erklären, was wäre so eine OM1X? Das wäre dann analog zur EM1X, wäre das dann eine Kamera sozusagen mit eingebautem Batteriegriff. Das heißt, die wesentlich größer wäre und die eher geeignet ist für lange Teleobjektive, damit zu fotografieren. Ja, damals, als wir 2019 die EM1X vorgestellt haben, die hat das schon polarisiert. Das war ja eine Kamera, die ja sich vom klassischen Micro Four Third Format schon losgelöst hat, weil sie doch relativ groß war. Mhm. Sie hat halt, wie du richtig sagst, quasi einen eingebauten Handgriff gehabt. Sie hatte als erste OM-Kamera, OMD-Kamera, quasi zwei Akkus integriert. Mhm. Wir haben viel mehr Knöpfe an der Kamera vorhanden gehabt, die teilweise auch keine Doppelbelegung hatten. Also war wirklich ein Knopf nur für eine Funktion, die man aber auch nur umbelegen konnte. Ja, ganz andere Griffigkeit. Und ich kann mich noch an die Vorstellung, die war ja in Hamburg. Ich erinnere mich. Erinnern, auf den Hafen, ja. Und wie da auch deine Kollegen sehr mit gemischten Gefühlen da gestanden haben. Und da haben wir übrigens auch das erste Mal die Entwicklungsankündigung vom 150 bis 400 Millimeter gezeigt. Wir haben das Objektiv als Programm in der Vitrine gehabt. Ja. Und es sind einige aus dem Forum auch bei dieser Veranstaltung gewesen. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. O-Ton, EM1X, viel zu groß, viel zu schwer, viel zu teuer. Mhm. Genauso, dieses Riesenobjektiv kaufe ich mir nicht. Und die Leute, die das gesagt haben, haben jetzt beides. Ja, okay. Also die EM1X hat sich wirklich hervorragend entwickelt. Ja. Und die Leute haben auch verstanden, dass ein Micro Four Third Format uns ja nicht daran hindern muss, die Kamera etwas größer zu bauen. Mhm. Ja, das war ein Versuch, der hat auch sehr gut funktioniert. Mhm. Und wenn man jetzt auch die OM1 sieht, die ist ja zwar ein Stück kleiner, aber die ist ja nicht super klein. Ja. Ne? Und so gucken wir immer mal so, wie reagiert der Markt drauf. Aber ich finde es immer lustig, wenn man dann so eine Vorstellung hat, die ersten Kommentare kommen und dann ein paar Monate später auf einmal, wenn man dann auf einen physischen Stammtisch geht, was ich ja auch mache, auf einmal steht das Teil auf dem Tisch von jemandem, der gesagt hat, die würde ich mir nie kaufen. Ja, besser so rum als andersrum. Ne? Also okay. Gerne weiter so. Du bist ja auch eine Verkaufsmaschine. Naja, manchmal. Gut, dann haben wir eine Frage von Mick Lindner. Das geht in eine ähnliche Richtung. Wir haben darüber gesprochen, dass ihr diese Liste habt, die ihr regelmäßig nach Japan gebt. Manchmal geht es ja nicht um Features, sondern es geht um Bugs. Also ich verstehe das ein bisschen. Ich lese mal kurz die Frage vor. Wie erfährt man, ob gemeldete Bugs als solche anerkannt werden und ob sie auch in absehbarer Zeit behoben werden. Das kenne ich jetzt so aus meiner Software-Vergangenheit. Das ist so ein ständiges, gängiges Verfahren. Es gibt sogenannte Bug-Tracker, wo man dann bestimmte Probleme mit der Software reportet. Die werden dann kriegen einen Status und dann kriegt man auch die Rückmeldung, die wird mit dem und dem Release behoben. Das ist für einen Entwickler oder für jemanden als Tester natürlich gut und wichtig. Allerdings ist, glaube ich, die Situation bei einem Kamerahersteller etwas andere. Also generell muss man dann auch ein bisschen die asiatische Kultur kennen. Mhm. Und es ist für einen Hersteller, auch speziell auch für einen Entwickler, immer schwer, ich sage jetzt mal, zuzugeben, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert. Ne, man redet natürlich gern über positive Sachen und man redet relativ ungern über vielleicht negative Sachen, obwohl das negativ ist jetzt das falsche Wort dafür. Mhm. Ja. Also was es definitiv nicht gibt, ist eine Bugliste. Mhm. Ne, wir sammeln die Bugs oder die Fehlfunktionen, wie man es dann auch nennen mag, ja, die kennen wir schon. Die werden natürlich auch in unserer Liste da geführt und wir haben ja auch die Möglichkeit über, ich sage jetzt mal, Firmware-Updates zu sprechen. Das ist mein System auf der Liste. Ne? Und es gibt Firmware-Update, da sprechen wir ja gleich nochmal drüber, und es gibt auch Service-Updates. Und immer wenn ein Firmware-Update zum Beispiel kommt,
dann werden wir Sachen veröffentlichen, was wir geändert haben. Manchmal kommen ja auch neue Funktionen dazu, die vielleicht auch dann im Labor entstanden sind, wo man sagt, oh, die könnte in die Kamera passen. Haben wir ja in der Vergangenheit schon gemacht. Aber was immer auch mit quasi automatisch passiert, dass dann solche kleine Fehler beseitigt werden. Okay. Und da wird jetzt nicht unbedingt gleich drüber gesprochen. Manchmal wird es auf jeden Fall erkannt und natürlich dann in den Foren auch ganz super schön diskutiert. Freut uns da natürlich auch. Ja. Aber wir werden jetzt keine Liste veröffentlichen, die, wo wir sagen, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht. Ja, das ist dann irgendwie bei den Firmware-Updates immer dann so, da stehen die neuen Funktionen und dann steht auch der Punkt so, allgemeine Stabilität verbessert oder allgemeine Verbesserung, das ist wahrscheinlich da, wo so viele Dinge dann auch nochmal weggebügelt werden. Ja. Okay, also leider, es gibt keinen öffentlichen Bug-Tracker. Ich arbeite mit sowas auch, ich weiß das zu schätzen, aber das kann Olympus oder OMDS als Firma nicht machen. Ich kenne ehrlich gesagt auch keine Firma, die das so transparent nach außen. Also ich kenne jetzt auch keine, aber ihr könnt euch sicher sein, dass die Bugs, wenn sie auftreten, von uns gemonitort werden und dann auch mit den Kollegen in der Forschung und Entwicklung diskutiert werden. Okay. Gut, gehen wir nahtlos über zum Thema Firmware-Updates. Martin Groth fragt, wie sieht die Strategie bei Firmware-Updates aus? Wann wird es Erweiterungen, Korrekturen, Verbesserungen etc. geben? Noch eine kurze Erläuterung dazu. Vor einigen Jahren wurde mal von Olympus postuliert, dass es häufiger Firmware-Updates statt neuer Kamerabodies geben soll. Davon war, zumindest bei der EM1 Mark III und X, bisher wenig zu spüren. Wird das bei der OM1 geändert? Also da ist die gleiche Politik wie bei der EM1 Mark II, EM1 Mark III, EM1 X. Wir haben da keine Änderung. Das heißt, es wird nach wie vor Firmware-Updates geben. Es wird auch nach wie vor Service-Updates geben. Da haben wir gerade kurz drüber gesprochen. Um vielleicht, sagen wir, Stabilitätsprobleme in der Kamera zu perfektionieren. Ja, also die Politik wird weitergeführt, aber momentan ist keine aktuelle Planung, die ich jetzt hier verkünden kann. Okay. Leon, vielleicht kannst du mal ganz kurz die Frage dazu aus dem Chat anbieten von Hayrettin Birgin. Frage, bekommen wir mit der nächsten OM1 Firmware-Update neue Features? Das ja, haben wir letztendlich leider jetzt gerade negativ. Oder du kannst es jedenfalls noch nicht sagen. Ich weiß es noch nicht. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich weiß nur, dass die Kollegen permanent forschen und entwickeln. Und wenn was spruchreif ist, dann werden wir uns drüber unterhalten. Okay, ich gucke hier gerade ein bisschen im Chat. Da wird munter untereinander diskutiert. Also einige sind sehr begeistert von der EM1 X. Da scheint es eine sehr begeisterte Fangruppe zu geben. Aber das übergehen wir mal. Ne, wir übergehen es nicht, ich weiß jetzt nicht, nur nicht, oder ja, komm, jetzt blende es mal ein. Da ist so ein schöner Beitrag, ein bisschen weiter oben von Stefan Eder, die eben 1X ist ein fantastischer Handschmeichler. Und dann kommen viele, 1946 kam der Beitrag. Stefan Eder mit dem blauen Herzen. Ja, sie hat ja auch schöne Kosenamen bekommen, ne? Also ich kann mich an einen erinnern, Boppel. Boppel? Ja, Boppel ist ein Moppel. Boppel, ja. Okay, sehr schön. Ist ein super schöner Name für eine Kamera. Ne? Und okay. Ich weiß noch, wie ich bin da damals in Japan gewesen und habe mit dem Entwickler und dem Designer der EM1X sprechen können, was heißt sprechen können, das war schwierig, weil der sprach kein Englisch. Aber der hat uns einen sehr, sehr, sehr langen Vortrag gegeben über die Entstehung der EM1X. Und in seinem Hauptberuf, er kommt aus der Medizinabteilung, damals noch bei Olympus, hat er Endoskope entwickelt. Und jetzt muss man hier erstmal diesen Spagat hinkriegen vom Endoskop, was ein komplett anderes Anwendungsfeld ist, zu einer Kamera. Und er hat es uns quasi mit Simultanübersetzer so erklärt, dass ein Endoskop von der Bedienung her so gestaltet sein muss, dass der behandelnde Arzt sehr lange Operationen durchführen muss und auch kann, ohne dass ihm die Hand schmerzt. Okay. Weil wenn er hier in der Hand Schmerzen bekommt, kann er diese feinfühligen Bewegungen, die er beim Endoskop braucht, nicht mehr durchführen. Und das hat ihn dann bewogen, die EM1X zu entwickeln, weil die wirklich als Handschmeichler, die hat sich ja perfekt in die Hand integriert, speziell in Verbindung mit langbrennweitigen Objektiven. Und da waren wir wieder beim 150-400. Genau, da haben wir jetzt auch schon einige Kommentare hier. Also wir haben jetzt wirklich einige Fans, die genau das, was der Kollege in der Entwicklung geplant hat, was du jetzt beschreibst, in der Praxis ist angekommen. Also die Kamera wird geliebt. Bleiben wir mal beim Thema Firmware-Updates und zwar zum Prozess genau. Ich finde jetzt gerade die Frage nicht dazu. Aber ich kann es mir
vorstellen. Genau. Jetzt habe ich es auch wieder gefunden. Das ist eine Frage von Manfred Wien. Es wird eine Methode beschrieben, da wird auch eine Website genannt, wie man Kamerafirmware auch offline per SD-Karte updaten kann. Das ist natürlich keine offizielle Methode. Nein. So. Gibt es einen nachvollziehbaren Grund, warum diese Methode, von der ich vermute, dass sie so ähnlich auch von den OMDS-Servicetechnikern beim Updaten eingesetzt wird, nicht offiziell von OMDS angeboten wird? Also erstmal ist es eine firmenpolitische Entscheidung, die ich nicht weiter kommentieren werde und auch kann. Und es hat auch viel mit Sicherheitsaspekten zu tun, weil sobald du eine Firmware-Datei irgendwo offen hinlegst, bist du angreifbar durch Hacker. Ja. Und die können dann halt ganz, ganz tolle Sachen, was, man weiß ja, was Hacker mittlerweile alles machen können, mit einer Kamera anstellen. Bloß ob das dann hilfreich ist für die Betriebsfestigkeit der Kamera, ist dahingestellt. Ja, deswegen werden wir unseren Prozess jetzt in keinem Stand heute nicht verändern. Das heißt, wir werden Firmware-Updates weiter über den Weg zum Rechner oder jetzt bei den neueren Kameras, OM1 zum Beispiel, kann man die Firmware ja auch über die App updaten. Also da haben wir ja schon einen kleinen Schritt wieder gemacht, um uns vom Rechner zu lösen. Ja. Aber die angesprochene Methode, über eine SD-Karte zu gehen, ist nicht angedacht. Es gibt sie aber. Also das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Also ich will dich jetzt nicht in Bredouille bringen, aber... Du, es gibt Möglichkeiten und es gibt auch Wikipedia. Es gibt auch Tastenkombinationen, die sind auch im Forum bekannt, wie man zum Beispiel die Auslösung von Kameras erlesen kann. Ja? Das werden wir nicht bestätigen, das werden wir nicht dementieren. Es gibt Möglichkeiten. Okay. Hatte ich eigentlich schon darauf hingewiesen, dass es das Oli-Forum gibt, wo es viele interessante Informationen gibt, unter anderem, wie man da solche inoffiziellen Dinge tun kann. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Also Nils, ich muss dich jetzt ein bisschen in Schutz nehmen. Du kannst natürlich auch jetzt das nicht sagen als offizieller Firmenvertreter. Das birgt natürlich Risiken. Also gehackte Firmware-Dateien oder dass die gehackt werden können oder dass andere Dinge passieren. Deswegen lassen wir dich mal aus dieser Frage jetzt und weisen nur auf das Forum hin, dass man da gut recherchieren kann. Gut, in eine ähnliche Richtung geht auch von Manfred die Frage, denkt OMDS daran, bald einen Parser zu veröffentlichen, der die Setfiles der Kameras auch off-cam und offline bearbeitbar macht? Also muss man jetzt vielleicht ein bisschen aufdröseln, du nix, du weißt, was gemeint ist. Wenn ich es richtig verstehe, schlägt Manfred vor, dass man sozusagen am Rechner, also am PC oder Mac, die Parameter verschieben. Die Parameter verschieben kann, um sie dann sozusagen in die Kamera einzuspielen. Solche Versuche, solche Möglichkeiten gibt es schon seit den Analogzeiten. Also da gehen wir mal zurück bis ins Jahr 1987. Da gab es eine Kamera, die Firma gibt es heute nicht mehr. Also die Firma gibt es schon noch, das war die Minolta. Und die hatte damals, also die Minolta 7000, das war die erste richtige Autofokus-Kamera. Ja. Auch damals eine Sensation. Und die haben eine austauschbare, programmierbare Datenrückwand gehabt, wo man genau diese Parameter quasi tun konnte. Und diese Rückwand gab es nicht lange. Das heißt, Gründen. Aus entweder, weil sie nicht verkauft worden ist, weil die war im Verhältnis sehr teuer, oder es hat nicht so funktioniert, wie es vielleicht angedacht war. Also wie gesagt, diese Versuche gab es schon immer mal und ich kann jetzt nicht sagen, ob wir sowas in der Art planen. Ich weiß es nicht. Also das ist ja ein Thema, was immer mal wieder kommt bei allen Firmen, in allen meinen Foren, die ich so betreibe. Das ist natürlich sehr attraktiv, gerade wenn man mehrere Modelle der gleichen Kamera hat oder wenn man einfach sozusagen Settings mitnehmen will oder sie speichern will vor einem Update. Also es gab, ich weiß nicht genau, wie das bei OMDS aktuell ist, aber es gab immer mal wieder so die Unsicherheiten, sind denn meine Einstellungen noch alle da, wenn ich ein Firmware-Update mache? Da haben wir schon einen Schritt gemacht, dass wir bei den neueren Kameras die Settings speichern vorm Firmware-Update und dann wieder zurückspielen. Ne? Oder zum Beispiel bei der PenF gab es ja die Möglichkeit, ein Setting quasi aus der Kamera rauszunehmen und in eine andere PenF reinzuspielen. Genau. Ja, und jetzt muss man halt mal gucken, aber wie gesagt, das ist immer das Gleiche, die gleiche Problematik. Was passiert in der Kamera, wenn du die Settings veränderst? Was passiert mit den anderen Programmen? Laufen die parallel anstandslos weiter oder hakt es dann irgendwo? Und dann ist auch die Frage der Fehlersuche groß. Wenn dann irgendwie ein Programm auf einmal nicht mehr funktioniert und dann zum Beispiel der User jetzt oder die Userin beim
Support anruft und sagt, ich sage jetzt mal, mein High-Resolution-Shot geht nicht mehr. Mhm. Oder es, der braucht so lange. Und vergisst aber vielleicht zu erwähnen, ich habe das und das verändert. Mhm. Da müssen wir erstmal drauf kommen. Mhm. Ja, also das muss man dann auch fairerweise ins Boot mit reinwerfen. Was passiert mit den bestehenden Programmen? Laufen die autark weiter oder greift dieses neue geänderte Setting auch in die ganzen Dinger von der Kamera rein? Das muss man vielleicht jetzt auch, wie gesagt, ich bin jetzt zwar Ingenieur, aber kein richtiger ITler. Ich arbeite viel mit Webentwicklung. Das muss man mal sagen, dass so eine Firmware-Entwicklung oder so eine Kamera IT-mäßig zu entwickeln, dass das eine ganz andere Kiste ist. Also was du sagst, unterschiedliche Programme, das sind unterschiedliche Funktionen in einer Kamera, die ja auch zeitkritisch ablaufen. Also eine Website wird mal ein bisschen langsamer, das ist egal. Aber wenn halt eine Kamera nicht schnell genug die Bilder wegspeichert oder Prozesse durcheinander kommen, kann das ganz schön ja, fehleranfällig sein. Also da muss man deutlich mehr jonglieren zwischen den verschiedenen Parametern, als man das vielleicht an einem normalen PC oder Mac. Aber die, genau ja. Diese Sachen landen definitiv in unserer Liste, die wir dann einmal im Monat nach Japan geben. Okay. Gut, wie gesagt, die berühmte Liste, ich glaube, das könnte zu so einem Running Gag werden. Zum Running Gag werden, die berühmte Liste, die nach Japan geht. Muss aufpassen, dass du die ja nicht transparent machen musst, dass dann öffentlich immer diskutiert wird, was darf diesen Monat Nils nach Japan geben. Die ist immer sehr lang, das kann ich ja jetzt schon sagen. Okay. Oh, da kommt jetzt noch ein toller Kommentar, das ist Stichwort Running Gag. Leon, kannst du das mal einblenden? 20 Uhr von Fledermaus, den Beitrag. Genau, Stichwort PenF, müssen wir mehr sagen. Ja, eigentlich müsste ich jetzt Rudi grüßen, weil er hat nämlich auch, der wollte eine klare Antwort von mir. Und eine klare Antwort heute ist, es gibt noch keine Entscheidung. Ja, das ist eine klare Antwort, die altbekannt ist. Also vielleicht sag mal ein paar Kurzsätze, worum geht es hier gerade bei diesem Codewort PenF? Also PenF ist eine, in meinen Augen, der schönsten Kameras, die wir je gebaut haben, die hat also wirklich ein Meisterstück, wurde auch intern als Meisterstück quasi gehandelt. Und die Kamera gibt es jetzt nicht mehr, ist nur noch auf dem Gebrauchtmarkt zu bekommen. Und wer eine hat, gibt sie garantiert nicht her. Also ich habe auch eine, ich werde die auch immer behalten. Und wir wünschen uns alle einen Nachfolger. Und was ich, Einzige, was ich sagen kann, es ist definitiv noch keine Entscheidung gefallen, was ich sehr positiv finde, ob oder ob nicht. Genau. Man muss vielleicht ein bisschen dazu sagen, vielleicht so ein ganz kurzer Rückblick in die Firmengeschichte, sondern in die Geschichte des Micro Four Thirds Systems. Ihr habt ja angefangen mit den kleinen Pen-Kameras, auch ohne Sucher. Ohne Sucher, in diesem klassischen Kompaktkamera-Design letztendlich. Wo man immer ein bisschen Klischee, die sieht so für den japanischen Geschmack kleine Hände und eher so niedlich. Dann gab es die OMD-Serie, die... Also erstmal gab es die Pen, die EP1, das war ja die erste Micro Four Thirds Kamera, die wir 2009 vorgestellt haben. Ein Jahr vorher, 2008, kam die G1 von unserem Kooperationspartner Panasonic. Fotokina, das war die Fotokina-Neuheit. Wo wir aber gesagt haben, das ist in unseren Augen nicht Micro Four Thirds, weil das war eigentlich eine zu heiß gewaschene Spiegelreflexkamera. Mhm. Die hatte auch noch dieses Spiegelreflex-Design. Ja, genau. Deswegen haben wir unterm Tisch auf der Fotokina 2008 schon so ein paar Zeichnungen gehabt, wo wir einen möglichen, wir hatten ja eine... Und die berühmten Holz-Mockups. Wir hatten einen Holz-Mockup mit einem, in meinen Augen, genial guten Objektivanschluss, nämlich magnetisch. Ja. Und ich habe in einem Gespräch gesagt, das haben wir uns patentieren lassen, Sie können das Objektiv wechseln, ohne drauf zu gucken. Ja. Weil normalerweise heißt der Objektivwechsel, roter Punkt auf roter Punkt und drehen. Mhm. Und bei dem muss man einfach das Objektiv draufsetzen und es war perfekt. Und ein Kollege von dir hat immer fleißig mitgeschrieben, wo ich ihm dann gesagt habe, bitte das jetzt nicht veröffentlichen, das war jetzt ein Gag. Ja. Also das ist wirklich nur ein Holzmodell gewesen. Ja. Ja. Aber es war schon die Form der EP1. Ne? Und dann haben wir ja, die hatte ja nur einen eingebauten Monitor, keinen Sucher. Ja. Wir haben dann natürlich gefragt, warum baut man da keinen Sucher ein? Weil kam natürlich der Wink mit dem Zaunpfahl Richtung G1, da war ja ein Sucher drin. Mhm. Und dann haben unsere Japaner gesagt, ja, dann würde aber das Pen-Design zerstört. Wir natürlich wieder, kleinen Moment, Pen kommt ja aus dem Analogbereich und die Ur-Pen-F war ja eine Analogkamera. Mhm. Und da war natürlich auch ein Sucher drin. Mhm. Also hatten wir sie schon so ein bisschen in die Ecke
gedrängt. Und dann kam ja die Idee mit diesem Accessory-Port, wo man dann Sucher quasi nachträglich kaufen konnte. Der genau, da wie so ein Blitzschuh, wo es so zusätzliche Kontakte gab. Da gab es dann vier Stück. Ne? Und die waren ja auch alle sehr gut. Macht die Kamera halt ein ganzes Stück größer. Aber es war halt nicht so das, was wir wollten. Ne? Und dann kam ja eigentlich die Rettung der Imaging-Sparte, damals noch von Olympus. 2012 kam dann die Ur EM5. Ja. Und wir sind damals nach Frankfurt geflogen, alle europäischen, ich sag mal, Techniker und Trainer. Wir wussten von dieser Kamera überhaupt nichts. Wir wussten nicht, zu welcher Veranstaltung wir gehen. Wir saßen im Sheraton Hotel am Flughafen und Toshi Terada, den kennen einige aus dem Forum auch, hat uns die EM5, also das Konzept der EM5 vorgestellt mit einem Holzmodell. Und da fiel auch zum Beispiel das erste Mal das Wort Livebulb. Das war damals eine Sensation, eine sichtbar gemachte Langzeitbelichtung. Und diese Kamera war eigentlich der Durchbruch. Wir hatten es war die erste OMD, wir hatten eine quasi Pen mit Sucher, die super klein war, die das klassische OM-Design hatte. Unser heutiger Technikchef Kataoka ist ja der Erfinder der EM5. Der hat damals sich von einer OM2 inspirieren lassen und hat die EM5 quasi gezeichnet. Und diese Kamera war auch die erste mit dem 5-Achsen-Stabilisator, Live-Bulb, Live-Time war da drin. Also ganz viele Sachen, die für damalige Zeiten undenkbar waren, waren auf einmal drin. Und dann haben wir die Idee weitergesponnen. Ne? Das war ein wahnsinniger Erfolg. Dann kam die EM5 Mark II, die erste mit dem High-Resolution-Modus. Und dann kam irgendwann die Pen F. Weil wir immer gesagt haben, Mensch, OMD, super erfolgreich. Wir haben ja in Europa mehr OMDs verkauft als in Asien. Asien ist ja das klassische Pen-Land gewesen. Aber so insgeheim hatten wir immer den Wunsch, ja, so eine Pen mit einem eingebauten Sucher wäre schon was. Und dann kam sie auf einmal, die Pen F. Und super schönes Design, Meisterstück, haben wir auch eine große Kampagne gehabt. Und die Kamera hatte ja wahnsinnig viele Einstellmöglichkeiten. Die hatte ja dieses Modus-Wahlrad, Multi-Wahlrad. Und wir haben da mal in einem internen Meeting durchgerechnet, wie viele Einstellmöglichkeiten hatten die eigentlich. Und wir kamen auf die wahnsinnige Zahl von 18,5 Millionen. Okay. Wenn man wirklich mal alles durchspielt. Ja. Und deswegen diese Kamera hat eine Fangemeinde. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn da vielleicht irgendwann mal was passiert. Aber für mich immer noch positiv, es ist noch keine Entscheidung gefallen. Und das finde ich gut. Ja, also um nochmal sozusagen den Bogen zurückzuspannen, also angefangen hat alles mit so einem eher kleinen Pen-Design oder modernes Design. Dann, wenn du sagst wir, waren das dann so eher die Deutschen und die Europäer, die dann immer auf das OMD-Design gedrängt haben? Oder aus welcher Richtung kam das? Nee, und die Problematik ist die, dass die Asiaten, das kann man ja auch sehen, wenn man draußen rumläuft, die Asiaten fotografieren ja auch ganz anders. Muss ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen. Die sind es gewohnt, so zu fotografieren. Auch die Smartphone-Fotografen fotografieren ja so. Und in Europa war eine sehr, sehr, sehr große Anzahl von klassischen Spiegelreflexfotografen, die halt so fotografieren. Deswegen haben wir immer gesagt, wir hätten gern unser E-System, damals noch for third, in klein. Und dann hieß es immer, ja, geht nicht, weil aus irgendwelchen technischen Gründen, bla bla bla. Also können wir stundenlang drüber reden. Aber das war eigentlich so der latente Wunsch von uns. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Kamera mit einem eingebauten Sucher, die sich anfühlt wie eine Spiegelreflex, die vielleicht auch gehalten wird wie eine Spiegelreflex und trotzdem aber die ganzen Vorteile von Micro Four Third bringt. Und das war halt die Ur OMD, die EM5. Okay. Ja. So ist dann halt dieser Weg von der OMD runter in die Pen F und die hat da so das war so eine autarke Kamera. Ja. Also ich finde, es wickelt sich natürlich im Rahmen hier zu ein richtiges Stammtisch-Feeling. Also man kriegt nichts zum Erzählen. hat noch nicht mal in seinem alkoholfreien Bier wahnsinnig viel getrunken. Aber das war ein toller Exkurs jetzt mal so zu erzählen, wie jetzt so sich auch intern so das System entwickelt hat und welche Strömungen da waren. Also um zur Frage zurückzukommen. PenF, ja, es gab eine PenF, aber es geht jetzt darum, um Nachfolger. Und die gute Nachricht ist, die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Das heißt, es ist auch keine Entscheidung gegen die Kamera gefallen. Und ich glaube, bei Nils hat man jetzt auch ein bisschen vielleicht so die Begeisterung rausgespürt, die andere Pen F-Besitzer oder Fans haben, dass da vielleicht auch Marktpotenzial für so eine Kamera gibt. Wir drücken die Daumen, wir gucken einfach mal. Genau, wir gucken einfach mal.
Eine Frage von Frank Rückert. Hier kommt noch was für die Liste. Wann kommt Alexa in die Kamera, damit ich sie sprachsteuern kann? Ja, da müssen wir aber auch über Siri sprechen. Ne? Also, genau. Ist nicht angedacht. Also ich weiß, dass es davon einem... Ich bin mir auch nicht sicher, ob Frank das jetzt ernst gemeint hat. Also, du betreust ja mehrere Foren und ich weiß, dass einer deiner anderen Kunden auch mit sowas spekuliert. Ja, also es gab es ja schon immer mal. Ja. Auch das gab es zu Analogzeiten schon. Ja. Kameras mit Sprachsteuerung. Okay. Auch. Da wissen Sie jetzt mehr als ich. Ja, es gab mal auch von Minolta eine Kamera mit Sprachsteuerung. Es gab auch zum Beispiel mal Kameras mit Chipkarten. Das waren auch analog, das waren schon Digitalkameras, aber da konnte man eine Chipkarte reinsetzen, wo die Kamera auf einmal neue Funktionen hatte. Das war der Vorgänger von den Artfiltern, wo übrigens wir auch die Ersten waren, die sowas in eine Kamera 2009 eingebaut haben. Ja. Ich merke schon, wir müssen vielleicht mal so einen Stammtisch machen. Also egal, ob jetzt so ganz viele Leute zusammen oder als Podiumsdiskussion, was auch immer, einfach mal Anekdötchen aus der Kameraindustrie. Also man wird ja eher ungewollt immer älter und dadurch zwangsweise immer mehr Erfahrung. Ich erzähle auch mal so meine erste Fotokina 88. Da könnten wir uns, glaube ich, nette, interessante Geschichten erzählen. Ja, wenn ich allein meine 32 Jahre Revue passieren lasse, ich jetzt bei Olympus und jetzt bei OM System bin, was wir da schon alles kommen und gehen sehen haben. Ja, ich weiß noch damals auf der Fotokina die Diskussion, als wir die E30 eingeführt haben oder vorgestellt haben, das war die erste E-Systemkamera mit Artfiltern. Dann war ein namhafter Fotograf bei mir in der Kabine und hat gesagt, ob das mal unser Ernst ist, diese Kamera zu bringen, weil ich ihn in seiner kreativen Freiheit beschneide. Ja. Habe ich gemeint, ganz trocken, wie ich manchmal so bin, Sie müssen die Funktion ja nicht nehmen. Es ist Ihnen ja freigestellt. Ja. Ja, und wenn man dann sieht, wie sich die Artfilter positiv entwickelt haben, wir hatten damals ja wirklich einen eigenen Mitarbeiter, der nur für Artfilter zuständig war. Und was wir damals alles was wir heute schon an Artfiltern haben, ich erinnere nur an den Dramatikton, als der das erste Mal rauskam, das war damals mit der E5, glaube ich, der ist bis heute noch nicht nachgebaut worden. Also ich kenne jetzt kein Programm, was die Möglichkeiten vom Dramatikton quasi am Rechner nachbaut, 1:1. Ich erinnere mich, war mit dem in meinem Gebirge unterwegs. Also das war spektakulär, was man da plötzlich gesehen hat. Also wirklich, man fotografiert irgendwie so eine Berglandschaft rein und sieht danach erst sozusagen die Wolkenformationen, die dann so hervorgehoben werden. Also großer Spaß, ganz toll. Und das war ja auch schon so eine Art computational Fotografie. Absolut, ja klar. Weil es auch in der Kamera passiert ist. Ne? Weil wir ja gesagt haben, der Kunde soll bei der Aufnahme schon eigentlich das fertige Bild bekommen. Also wir wollten damals schon ein bisschen weg von der digitalen Bildbearbeitung extern und da waren wir auch relativ weit vorne und so geht es munter weiter. Genau, munter weiter geht es auch im Chat, aber den müssen wir kurz einblenden. Hier von Werner Steimer, 20:07, Leon, PenF, the best of, also klares Statement. So, dann schauen wir mal, was wir sonst noch haben. Ralf Hess erzählt auch hier die Minolta 7XI Analog, das war die mit den Chipkarten. Stefan direkt darunter sagt, ich habe sie noch im Schrank. Die Fantasy-Chipkarte, die war nie lieferbar, das weiß ich. Ich habe wochenlang mit Minolta telefoniert, als ich noch im Handel war, wann diese Karte endlich kommt. Ist das so das analog zu so einer Pokémon-Karte? Nee, das war ein Weichzeichner. Ach so, okay. Weil sie nachträglich den Fokus verschoben. Also das ist wahrscheinlich noch so zu David Hamilton-Zeiten. War irre, aber nie zu kriegen. Okay, gut. Gut, Leon, hast du noch irgendwelche spannenden Fragen für uns aus dem Chat? Er hat nichts. Dann kann ich mal langsam meine Liste durchgehen. Ich glaube, wir haben das allermeiste schon besprochen. Hat mir schon die Fotostory angesprochen? Nein. Willi H. möchte gerne wissen, wann wird die Fotostory wieder in der Kamera möglich? Das war ein tolles Feature. Das war ein tolles Feature. Erklär mal kurz, was es ist, damit wir wissen, was sich Willi da wünscht. Also die Fotostory war eine quasi Collagenfunktion in der Kamera. Da gibt es auch eine schöne Anekdote. Da war ich in Hamburg bei einem bekannten Hamburger Fotohändler und der eine Verkäufer, mit dem ich schon relativ lange bekannt war, hat gesagt, es war an Weihnachten, hat gesagt, Mist,
ich habe vergessen, Weihnachtskarten zu verschicken. Dann habe ich gemeint, komm, hier, nimm die Kamera, wir gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt, habe ich ihm die Fotostory eingestellt, dann hat er auf dem Weihnachtsmarkt quasi seine Weihnachtskarte schnell bei eben selbst geschossen und dann über das Smartphone weggeschickt. Coole Sache. Das war eine Collagenfunktion in der Kamera, wurde leider nicht mehr integriert, ist jetzt also raus. Sie ist noch verfügbar in der Oli-Palette. Ja. Das ist eine App, da ist die Fotostory noch drin. Mhm. Ich hätte sie gern wieder in der Kamera drin, weil ich liebe diese Funktion, weil es einfach Spaß macht. Mhm. Und darum geht es ja auch bei dem schönsten Hobby der Welt, Spaß. Ne? Und also Daumen hoch, wenn mich einer fragt, Fotostory wollen wir wieder haben. Ich bin auf jeden Fall dafür. Steht auf der Liste nach Japan, oder? Ja. Steht drin. Dann haben wir noch eine Frage von TimeIt. Es wäre toll, wenn die Android OE Share ebenfalls Weiterentwicklung erfährt. Also permanent haben wir immer Weiterentwicklungen in der App vorgesehen. Mhm. Und wir haben immer nur ein kleines Problem. Es gibt ja zwei namhafte Betriebssysteme. Das eine ist iOS, also Apple, und das andere ist Android. Mhm. Und die größeren Probleme haben wir mit Android, weil es gibt nicht eine Android-Version, sondern es gibt ganz viele. Ja. Und jedes neue Smartphone, was auf Android läuft, hat normalerweise immer eine geänderte Android-Version drauf, sodass wir jedes Mal die App neu programmieren müssen. Mhm. Das macht es uns ein bisschen schwierig. Ja. Ne, Apple hat ja jetzt vor zwei Tagen am Montagabend gerade iOS 16 veröffentlicht und es gibt halt nur ein iOS 16. Es wird halt zwar kleine Updates immer geben, aber es gibt nur ein Betriebssystem für alle iPads und alle Smartphones von denen. Mhm. Ne, und das ist immer ein bisschen schwierig. Aber generell werden die Apps immer weiterentwickelt. Okay. Gut. Manfred, auch zum Thema OE-Share, müssen wir vielleicht kurz sagen, das ist die App, die auf den Smartphones läuft. Und den Tablets. Und den Tablets, um mit der Kamera direkt zu kommunizieren. Ja. Manfred fragt, man kann mit OE-Share sehr einfach die Uhrzeit der Kamera mit dem Mobiltelefon synchronisieren. Warum muss man seit der EM1 Mark III zusätzlich zur Zeitsynchronisation mit dem Handy dann in der Kamera auch noch die Zeitzone einstellen? Das war ein Wunsch aus dem Markt, dass wir da unterschiedliche Zeitzonen integrieren. Okay. Mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Ja. Also wir haben die Funktionalität geschaffen, weil das eine Anforderung vom Markt war. Mhm. Okay, klare Frage, klare Antwort. Dann noch eine Funktion, wo wir jetzt gerade so ein bisschen bei klein sind. Springer E6 fragt, hat OM System in der OM1-Bedienung mittlerweile die Möglichkeit geschaffen, Bilder in der Kamera von Nummer X bis Nummer Y löschen zu können? Oder muss man für jedes Bild einzelne Häkchen setzen? Ja. Auch das ist ein immer wiederkehrender Wunsch auf der Liste, der auf der Liste drauf ist. Alles klar. Ja, gut. Also Nils kämpft für euch. Leon signalisiert mir, dass er noch zwei Fragen hat. Blend ein. Friedrich fragt, wann kann man mit den Zweitakkus aus der OM1-Vorbestelleraktion gerechnet werden? Also als man eine OM1 vorbestellt hat vor dem offiziellen Lieferstart, gab es die Option oder hat man sozusagen als Goodie einen zweiten Akku dazugekriegt. So, wann kann Friedrich damit rechnen? Also da ich jetzt nicht im Vertrieb arbeite, muss ich mich da jetzt ein bisschen rausreden, aber ich sage mal täglich, weil ich habe die Information, dass sich die Liefersituation bei einigen wichtigen Zubehörartikeln und dazu gehören auch die Akkus signifikant bessert. Mhm. Also ich denke, nehmen wir mal an, öfters mal nachfragen, aber da arbeiten die Kollegen mit Hochdruck dran, diese Akkus ranzukriegen. Okay, gut. Mir fällt gerade auf, wir haben das Thema Liefersituation gar nicht mehr besprochen. Das war ja der Oberburner für lange Wochen und Monate im Forum. Wann gibt es die OM1? Wie sieht denn da die Situation aus? Also wir haben Änderungen in der Produktion vorgenommen. Wir können jetzt also die Produktionszahlen erhöhen. Mhm. Uns ist zwischenzeitlich mal ein wichtiger Zulieferer weggebrochen durch Pandemie. Mhm, okay. Und dann steht natürlich eine Produktion, das haben wir jetzt auch beseitigt. Also wir werden, ich schätze mal, in absehbarer Zeit, und es wird gar nicht mehr so lange dauern, die OM1 wirklich frei verfügbar haben. Also dann werden wir auch die Priority Order im Shop wegnehmen, da wird die Kamera quasi innerhalb von 3 bis 4 Tagen. Okay, das heißt, ihr holt schon auf, aber ihr seid noch nicht ganz dabei, dass ihr sie tagsaktuell verfügbar habt. Okay. Ja, ich lese das gerade vor. Silke fragt, hier nochmal die Frage, gibt es noch Lieferschwierigkeiten für die OM1? Das haben wir gerade angesprochen. Ich habe im Mai bestellt in Zingst auf dem Fotomarkt bei Wiesenhabern und warte noch auf eine Lieferung.
Das ist jetzt wieder dünnes Eis, ne? Das ist jetzt dünnes Eis, aber das Thema haben wir ja eigentlich bei jedem Stammtisch, den wir hier durchführen. Ja. Wir kriegen vom Handel Bestellungen. Wir versuchen, so schnell wie möglich die Bestellungen auszuliefern. Aber wenn ein Händler, und dazu gehört auch die Firma Wiesenhabern, mehrere Filialen hat, wir liefern ans Zentrallager eine Zahl X, ich sage es mal 5 Kameras. Mhm. Ja, und wir wissen nicht, was mit den Kameras dann innerhalb des Ladens passiert, wo die hingehen. Es gibt auch einen großen Händler, Namen sage ich jetzt nicht, der hat ganz viele Filialen, da gab es immer Diskussionen, habe dann bestellt, habe noch keine bekommen. Kollege hat später bestellt und hat seine schon, aber da sind wir wirklich raus, weil wir ans Zentrallager liefern. Mhm. Da kann ich die Silke nur bitten, nochmal aktiv bei Wiesenhabern nachzufragen. Mhm, okay. Weil das erscheint mir jetzt doch ein bisschen lang. Okay, also die Info ist, glaube ich, angekommen. Also vielleicht nochmal so aus meiner Warte, das ist natürlich sehr schwer jetzt für Nils irgendwie über was einen einzelnen Händler zu sagen. Man kennt dort die Interna nicht. Das ist auch völlig legitim, dass die... dürfen wir auch gar nicht. Dürft ihr gar nicht. Und ein Händler sagt so, das geht außen niemanden an, welche Reihenfolge wir wen beliefern. Das ist jetzt auch ein bisschen blöd, dass wir einen konkreten Händler genannt haben. Das weiß man nicht, was dahinter steckt. Nein, ich könnte jetzt 1000 Namen nennen. Ja. Also Wiesenhabern gehört auch zu einer größeren Gruppe, ne? Ja. Ist das auch Gregor-Gruppe? Ja, und die gibt, ist ja auch nicht mehr. Die gehören jetzt eigentlich zur Kamera Express. Also, genau. Aber da haben wir es ja schon wieder. Ne? Das, deren Lager ist gar nicht mehr in Deutschland. In Eindhoven, glaube ich. Und da würden wir jetzt hinliefern. Ja. Und dann wird das Lager intern verteilt und dann sind wir raus. Ja, also das ist auch so an anderen Stellen, also es, zum Beispiel als es um das 150-400 ging, das wurde ja auch, da hätten einige Leute, glaube ich, eine Niere für gegeben oder andere lebenswichtige Organe, um das zu kriegen. Und da hat man mal nachgefragt, aber da haben die Händler auch gesagt, das geht euch gar nichts an, wer jetzt dieses Objektiv kriegt. Ist auch legitim. Also die sind eigenständige Unternehmer, aber das nimmt natürlich jetzt auch OMDS die Möglichkeit, da zu sagen, so, die jetzt bitte nach vorne ziehen oder... Also da ist eine leichte Verbesserung eingetreten. Also wir haben jetzt mal einen ganzen Schwung Objektive bekommen. Da kam auch sofort im Forum, ich hab's. Ne? Das 150-400. Ja. Mhm. Ja, also Freude hier. Die weiße Göttin. Die weiße Göttin, der weiße Riese. Da gibt es auch ganz, ganz tolle Namen für. Ja. Ne? Und, aber wie gesagt, da nochmal speziell will ich bitten, im Handel nochmal nachfragen. Genau. Gut. Jetzt gehen mir langsam die Fragen aus. Leon, hast du noch was Interessantes? Vielleicht noch ganz kurz, wir haben jetzt gerade einen letzten Kommentar. Das ist vielleicht für, jetzt für Silke auch sehr interessant. Die Fledermaus hat sich wieder gemeldet. Wiesenhabern ist eine von 10 Filialen, Klammer auf, wahrscheinlich von der Gregor-Gruppe in Deutschland. In 2 Filialen ist die OM1 vorrätig. Einfach dort mal anrufen. Also, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vorschlag. Also, ich glaube, so viel dürfen wir sagen, nervt ruhig mal den Händler. Also da, wenn du seit Mai auf deine OM1 wartest, dann kannst du jetzt auch wirklich mal ein bisschen dort Gas geben. Generell bin ich sowieso immer dafür, dass man miteinander spricht. Ja. Weil es sind Menschen und kann auch mal was durchrutschen. Ja, aber dann lieber mal aktiv nachfragen. Wir hatten vorhin doch noch im Vorgespräch hatten wir doch noch eine Frage nach wegen Bedienungsanleitungen, oder? Ja, genau. Ja. Habe ich direkt vor Augen hier. Im Olympus-Shop finde ich nirgends die Möglichkeit, PDF-Bedienungsanleitung runterzuladen. Wo gibt es die Bedienungsanleitung? Also die findet Mann oder Frau auf unserer klassischen Homepage unter Kundenservice und da unter dem Bereich Download. Und da sind eigentlich alle Bedienungsanleitungen von diversen Kameras, Objektiven, teilweise Zubehörteilen wie Blitzgeräte im Download-Bereich vorhanden und in der vollen Version, also nicht in der Kurzversion, die teilweise bei den Produkten dabei liegt, und dann kann man sie kostenlos runterladen. Okay. Leon, tu du für dich morgen oder erstmal mach mir einen Zettel an den Rechner. Wir bauen mal so einen Bereich auf, wo wir die ganzen Bedienungsanleitungen direkt verlinken. Ich glaube, das ist so etwas, was, das sehe ich auch über die Google Search Konsole, was für Suchbegriffe kommen die Leute bei uns und das ganz auf Manual, Bedienungsanleitung, Handbuch, das interessiert die Leute wirklich. Da und wir diskutieren auch intern gerade die wieder geschaffene Möglichkeit, vielleicht die Bedienungsanleitungen in gedruckter Form auch dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Das hatten wir ja jahrelang, dann haben wir das mal so ein bisschen einschlafen lassen, weil das Problem ist, die werden ja in einer gewissen Menge gedruckt und wenn die Kamera dann ab End of Life geht, also wirklich aus dem Programm genommen wird, dann liegen da vielleicht noch 80 Bedienungsanleitungen rum, die keiner mehr braucht oder keiner mehr will.
Irgendwann werden die aus Platzgründen entsorgt und dann kommt man halt auch sehr schnell in die Idee, müssen wir das eigentlich noch anbieten? Mhm. Und da wird aber gerade bei uns intern diskutiert, ob wir vielleicht für einige ausgesuchte Modelle das, diesen Prozess wieder aufrufen. Mhm. Was natürlich ein gewisses Problem ist, früher in analogen Zeiten wurde eine Kamera gebaut, die war fertig, man hat eine Bedienungsanleitung dazu gemacht. Jetzt gibt es ja sowas, wie schon besprochen, wie Firmware-Updates, die teilweise neue Funktionen bringen, die Menüs verändern, wo das dann alles nicht mehr stimmt. Wie macht ihr das dann? Also jetzt erstmal auf der digitalen Ebene mit den PDFs? Wir ändern die PDFs. Das heißt, dann gibt also es... Also wir passen dann die PDF der geänderten Firmware-Version an. Mhm, okay. Womit dann natürlich auch so eine gedruckte Bedienungsanleitung dann vielleicht nicht obsolet wird, aber dann nicht mehr aktuell ist. Aber wie gesagt, wir bieten diesen Service natürlich nach wie vor an, dass man die Bedienungsanleitung in der kompletten Form runterladen kann. Und ich finde deinen Vorschlag gut, dass wir im Forum eine Rubrik einrichten, einfach einen Link, wo man sich dann auch das Modell aussuchen kann und dann einfach downloaden. Genau. Genau. Was es auch im Forum gibt, das habe ich so im halben Auge gesehen, da wurde über dieses Thema diskutiert. Da wurden dann auch Tipps ausgetauscht, wo man sich dann eine PDF ausdrucken lassen kann. Also wirklich so Print-on-Demand-Dienste, wo man sagen kann, so das Teil hätte ich jetzt gerne einmal komplett ausgedruckt. Für diejenigen, die auch noch gerne so haptisch in sowas umblättern. Also ich bin jetzt der klassische Digitalmensch. Ich habe die jetzt alle auf dem iPad und teilweise auch auf dem iPhone. Und ich habe es halt immer dabei. So, dann noch eine, ein Kommentar von Reinhard Becker. Leon, vielleicht kannst du ihn mal einblenden. Dritter von unten. Zum Thema Bedienungsanleitung. Reinhard sagt, große Zustimmung bei einer Kamera für über 2000 Euro, darf auch eine gedruckte Anleitung gerne dabei sein. Ist verstanden, wird diskutiert, hat den Nachteil, sie ist dann halt eventuell nach dem ersten größeren Firmware-Update nicht mehr ganz aktuell, aber dann gibt es die geänderte. Also ich sage jetzt nur mal, Negativbeispiel ist dann wirklich die gedruckte Bedienungsanleitung der EM1X mit 600 Seiten. Das ist schon ein richtiger Roman. Ja. Und den möchte, ganz ehrlich, den möchte ich nicht in meiner Fototasche haben, weil da ist eh schon zu viel drin. Okay. Thema kompaktes System. Okay. Ja. Ja, ich habe eine ganz leichte Kamera. Die Bedienungsanleitung wiegt nur leider 3 Kilo. Gut. Bedienungsanleitung in der Kamera oder der Suchfunktion wäre doch auch ganz klasse. Vielleicht kannst du das mal kurz einblenden, Leon, von Bobby Digital einen Vorschlag. Das vielleicht auch nochmal so ein Hinweis, sowas in die OI-Share-App. Ist ja schon drin. Ja, perfekt. Ist ja schon drin. Da sind die Anleitungen ja schon drin. Gut. Und in der Kamera wird es schwierig, weil, wie gesagt, du hast eine Limitation, was die Monitorgröße angeht. Ja. Und du müsstest dann ja auch eine Suchfunktion in die Kamera, ins Kameramenü integrieren. Und es soll ja noch möglichst schnell gehen. Mhm. Also schwierig. Gut, vielleicht kannst du nochmal den Kommentar von Ogo einblenden, Leon, von 20:24 Uhr, zum Thema Reparaturpauschalen. Im Netz gab es Listen mit so Reparaturpauschalen. Kannst du einmal sagen, waren die authentisch? Waren das Originale? Ja, das waren offizielle. Das waren offizielle. Und was versteckt sich dahinter, hinter dieser Pauschale? Ja gut, das ist halt der Preis, den du für eine Reparatur, wenn du jetzt zum Beispiel, sage ich mal, eine OM1 einschickst, kriegst du halt eine Zahl von uns genannt. Ich habe den Preis jetzt nicht im Kopf. Aber da wird quasi alles abgedeckt. Ja. Und diese Listen, da sind wir auch gerade am Diskutieren, ob wir die wieder als Download auf unsere Webseite packen oder nicht. Da sind wir so zwei Parteien bei uns, die einen sagen, nee, machen wir nicht. Der Kunde soll mit dem Service in Kontakt treten, wo ich dann natürlich sage, ja, aber da müssen wir auch eine Kontaktmöglichkeit haben. Ne? Also wird gerade diskutiert. Aber die Reparaturpauschalen sind eigentlich unterm Strich vom Markt sehr gut angenommen worden. Okay, gut. Hier werden auch schon im Chat weiter Tipps ausgetauscht. Werner schreibt, ein Laden in der Wied hat, also es jetzt geht nochmal in Richtung Silke, die auf ihre Home 1 wartet. Also das war auch generell im Forum so, dass öfter mal ausgetauscht wird. Da gibt es gerade eine, geh mal dahin, oder soll ich sie für dich kaufen und du gibst mir dann das Geld? Also das ist natürlich, das ist keine Empfehlung, aber so vertrauensvoll sind tatsächlich Leute im Forum, dass sie sowas anbieten. Ja, aber das ist das Interaktive, was ein gutes Forum ausmacht. Genau. Dass man miteinander spricht. Leon, vielleicht kannst du noch den Kommentar von Wolf-Rüdiger Jürgens von 20:25 Uhr einblenden. Damit können wir noch den Nils ein wenig plagen.
Die Frage lautet, gibt es Neues zur OM5? Wir haben eine EM5 Mark III, was soll es da Neues geben? Okay, ich wusste, du machst so ein Gesicht und sagst sowas. Ich habe kein anderes. Okay, gehen wir jetzt mal so drüber hinweg. Also, wie gesagt, ich muss Nils in Schutz nehmen, dass er sich jetzt hier nicht, er sich so in Rage jetzt geredet hat mit der Geschichte von Pen und Paket und OMD und EM1 und so weiter, dass du dich jetzt nicht zu sehr vergaloppierst. Also, wir haben die Frage wahrgenommen, sagen wir mal so. Bitte? Eine ganz interessante Frage von Frank, der letzte Kommentar. Gab es schon mal Diskussionen über die Entwicklung eines Tilt- und Shift-Objektivs? Das finde ich eine interessante Frage. Ja, macht aber ganz ehrlich, also Stand des, was ich weiß, macht bei Micro Four Third relativ wenig Sinn, weil der verschiebbare Bereich, der ist dann doch extrem klein. Und das macht dann eine, da kommen da wieder ganz viele Parameter. Tilt und Shift heißt, man muss erstmal ausrechnen, wie viel können wir überhaupt davon verkaufen. Weil das spielt für ein Unternehmen immer eine ganz große Rolle. Und dann wird man relativ schnell auf die Idee kommen und sagen, das lohnt, da lohnt die Konstruktion und die Entwicklung nicht. Dann ist die Frage bei Tilt und Shift, was passiert mit dem Autofokus, der normalerweise dann nicht mehr funktioniert. Macht eigentlich keinen Sinn. Ne, aber dafür haben wir ja zum Beispiel die Keystone-Korrektur bei unseren Kameras in jeder Systemkamera drin, wo der Autofokus natürlich noch funktioniert und die Funktion ist kostenlos. Also auch hier wieder ritterstark für uns. Immer noch, wir sind immer noch die einzigste Firma, die sowas hat. Ja, also, und es gibt mittlerweile natürlich auf dem digitalen Sektor, was Nachbearbeitung, ich sage es mal, die ganzen Bildbearbeitungsprogramme, die haben ja auch diese ganzen Tilt- und Shift-Funktionalitäten schon im Programm drin. Also ich sehe eher andere Objektive, als dass wir jetzt mal eben schnell Tilt- und Shift-Objektive bauen. Okay, vielleicht um es ganz kurz zu erklären, also wir alten Fotohasen, wir haben das sozusagen noch mit Analogkameras oder mit Fachkameras gemacht. Was ein Tilt-Shift-Objektiv macht, ist, dass sozusagen, normalerweise haben wir so die optische Achse vom Objektiv und das Objektiv sitzt genau vom Sensor und ist genau ausgerichtet. Tilt-Shift-Objektiv kann jetzt zwei Dinge machen. Kann entweder sozusagen die optische Achse nach oben schieben. Das ist dann zum Beispiel, wenn man ein Haus hochfotografieren will, ohne die Kamera zu kippen, kann man das hochschieben. Oder man kann das Objektiv sogar kippen. Damit kann man dann, das nennt sich dann Scheinflügen. Es gab mal einen Herrn Scheinflug, der das, glaube ich, das optische Phänomen begründet hat, wo es dann so um optische Ebenen geht, wo man dann, das kennt ihr vielleicht auch, Artfilter, Miniatureffekt, wo dann plötzlich so Schärfeebenen nicht genau parallel sind zum Film, sondern irgendwo so da quer reinlaufen. Artfilter, Miniatureffekt und dann in Kombination mit Video. Traumhaft. Ja, ja, super Ergebnis. Solche Effekte kann man eben auch mit einem Scheinflug, das ist jetzt, glaube ich, nicht das zentrale Ding, das ist eher was für Architekturfotografen. Das ist, ich habe es jetzt gerade schon gezeigt, da wird verschoben, da wird gekippt, einem relativ kleinen Sensor, das heißt, das ist eine sehr feine Geschichte. Autofokus macht keinen Sinn, sehr aufwendig zu konstruieren und sehr kleines Anwendungsgebiet. Also Fuji hat jetzt gerade fürs Mittelformatsystem, das jetzt auch schon seit einigen Jahren gibt, wo da wird auch schon seit Jahren geschrieben, da haben sie jetzt eine Entwicklungsankündigung eines Tilt-Shift-Objektivs gemacht. In dem Bereich macht es auch Sinn, weil das dann wirklich professionelle Architekturfotografie, dafür sind diese Systeme eben. Die haben sogar zwei angekündigt und da reden wir vom Mittelformat, ja von ganz anderen Verstellwegen. Genau, genau. Und wir haben ja vorhin uns über Computational Fotografie unterhalten. Das wäre natürlich auch mal eine Maßnahme, ob man da vielleicht mal was machen könnte. Also ich will jetzt hier keine Gerüchte schüren, aber man weiß es ja nicht. Ne? Dass dann so das Video, wenn dann spätere Generationen sich dieses Video anschauen, dann wird so gesagt, ja, der Herr Häusler hat damals 2022 hat er schon angedeutet, das Objektiv oder die Funktion, die dann mit der EM... Vorsicht jetzt, ja. OM 7 Mark 3. Nein, also wie gesagt, das ist jetzt wirklich Quatsch. Aber ich sage mal so, ich weiß, die Verkaufszahlen von Tilt und Shift Objektiven weltweit sind wirklich im einstelligen Bereich. Ja. Ich weiß nicht aus dem Stand, gibt es auch
Dritthersteller, die Tilt-Shift für MFT anbieten? Ja, also ich weiß, es gibt Dritthersteller, die Tilt und Shift machen, aber aktuell weiß ich jetzt wirklich nicht, ob es die auch mit MFT gibt. Aber dann gibt es ja wieder eine andere Möglichkeit, mit Adaptern zu arbeiten. Also, wie gesagt, man kriegt schon was zusammen. Okay, jetzt gibt es noch einige sehr... Jetzt kommen die Jungs hier richtig in Fahrt, die ganzen Mädels. Genau, jetzt macht ihr wieder zack, zack, zack. Also, Frank schreibt gerade... ganz trocken Samyang. Ich interpretiere das mal so, dass es ein Tilt-Shift von Samyang gibt. Ja. Das wäre interessant. Können wir auch im Forum diskutieren. Dann hat Peter noch einen ganz, Peter Herr hat einen interessanten Vorschlag. Leon, vielleicht kannst du den mal einblenden. Ein weiterer Eintrag für die Liste, die du nach Japan schicken kannst. Zum Thema Computational Photography. Ein ND-Verlaufsfilter wäre natürlich richtig klasse. Oh ja, stimmt. Ja, Peter, gut. Das ist, glaube ich, eine richtig sexy Geschichte. Also für Verlaufsfilter kann man jede Menge Geld ausgeben. Die sind teuer. Ja. Und das wäre natürlich eine sehr spannende Geschichte für Landschaftsfotografen, dass sie dann, das kann man ja, das sind jetzt nicht so viele Parameter, die man einstellt, das wäre ein sexy Feature. Leon Notiz, das müssen wir nachher ausblenden aus der Aufzeichnung, dass das keiner klaut. Gut. Netter Kommentar noch, ich vermute mal auch von Werner Steimer, vielleicht kannst du das mal kurz einblenden, zum Thema Tilt-Shift-Objektive. Bin seit 86 im Fotohandel, habe eins verkauft. Danke. Das ist wahrscheinlich so ein Hinweis, dass das doch eine sehr spezielle Geschichte ist. Arndt schreibt... Es gab bei uns zum Beispiel im OM-System, also im Analogen, gab es zwei Stück. Ja. Ein 35er 2.8 und ein 24er 3.5. Mhm. Also ein mechanisch wunderbares Objektiv, was bei mir zu Hause im Schrank steht. Mhm. Aber das hast du eigentlich nie zu sehen bekommen, außer mal auf einer Messe. Mhm. Okay. Und bei dir im Schrank? Und bei mir im Schrank. Okay. So, jetzt wird es doch sehr speziell. Es kommt mal ein bisschen weiter nach oben, ob wir noch interessante... da gibt es jetzt einige Fragen zu ganz konkreten Objektiven. Ich bitte um Verständnis, dass ich die jetzt einfach überspringe, weil ich glaube, zu neuen Produkten kannst du nichts sagen. Also nichts, was nicht auf der Roadmap steht, darüber können wir jetzt offensiv reden. Was gibt's da, ist da aktuell noch offen? Das waren zwei Telefoto-Zoom-Lenses. Es sind noch zwei Pro-Telezooms, die noch offen sind, aber ich weiß, dass intern an weiteren Objektiven auf jeden Fall nachgedacht wird. Also wir machen die Liste jetzt nicht zu, sondern wir arbeiten an ganz vielen neuen Sachen. Mhm. Kommt Zeit, kommt Objektiv. Okay, also ich scroll jetzt hier durch. Viele Sachen haben wir bearbeitet. Waren tolle Ideen dabei. Also vielleicht jetzt mal so ganz kurz. Ich sitze jetzt hier drin und rede die ganze Zeit. Aber mein Eindruck ist, dass wir haben jetzt so einen Stammtisch. Wir haben jetzt keine wahnsinnigen neuen Produkte, die wir sonst hier immer so auf dem Tisch stehen haben. Wir haben einen... Wir haben über ein Objektiv geredet, was wir nur sozusagen als einen Strich auf der Roadmap sehen. Das war schon genug. Aber ein Strich, der jetzt Anfang und Ende hat. Also wir wissen jetzt schon mal, genau, worüber wir reden. Genau, wir wissen das schon mal. Ansonsten, wir sind jetzt auch schon seit anderthalb Stunden auf Sendung. Das war jetzt sehr munter. Also das waren jetzt auch sehr lustige, das waren tolle Fragen von euch aus dem Forum, auch jetzt hier im Live-Chat. Tolle Anregungen. Also damit nerve ich dich jetzt. Deine Liste, die du dann monatlich nach Japan schickst, die wird jetzt voller und wird lustiger. Ist gut. Ich finde, das ist auch eine tolle Qualität im Forum und an euch als OM-User, dass ihr solche tollen Ideen habt und die ich auch gerne beisteuert und dass wir die direkt live diskutieren können. Ja, und mittlerweile ist auch eins passiert, dass wir teilweise sogar Feedback kriegen, was früher nie da war. Aus Japan oder von Japan? Nee, also wir haben immer unsere Liste, die gibt es schon sehr lange. Wir haben die Liste immer brav geführt, haben die nach Japan geschickt und es kam nie eine Resonanz. Mhm. Irgendwann kam dann mal ein Firmware-Update und dann guckst du mal so durch und denkst so, Moment, da haben wir vor anderthalb Jahren drüber gesprochen. Mhm. Also irgendwas ist dann doch wieder aus der Entwicklung raus und in die Fertigung gekommen. Ne? Mhm. Und ich habe jetzt schon dreimal Mails aus Japan bekommen, wo sie nochmal explizit nachgefragt haben, wie ich das denn meine. Okay. Weil sie haben dann wahrscheinlich wir müssen das immer so ein bisschen kryptisch schreiben und da kam dann die Frage, was soll das heißen? Mhm. Und dann haben wir es halt nochmal geschrieben und nochmal geschrieben und dann, ach so, das heißt doch nicht, dass da was kommt. Mhm.
aber das gab es eigentlich vorher nie, dass die mal zurückgefragt haben. Ja, okay. Das war immer so eine einseitige Post, ne? Immer was hingegeben und nie was gehört. Ja. Und jetzt kommt auf einmal eine Frage, wie soll das gehen oder was soll passieren? Mhm. Und dann erklärst du das und dann kommt, aha. Aber mehr kommt auch nicht. Mhm, okay. Aber da weiß man, es ist ja schon mal irgendwo... Die Zeichen sind da. Ja, ja, ja. Okay. Also, weil wir jetzt auch kürzere Wege haben. Ne? Wir sind jetzt eine kleinere Firma als vorher. Ja. Und wir haben viel engere Wege jetzt direkt zur Entwicklung. Ja. Was eigentlich auch für uns gut ist. Okay, also ich glaube, das lässt jetzt genug Futter für nächste Stammtische sowieso, für viele Diskussionen im Forum, viele neue Features, an die sich dann die Kollegen in Japan setzen können. Ich glaube, daran können wir weitermachen, also sowohl hier mit den Stammtischen und Live-Diskussionen im Forum sowieso. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr uns weiter mit tollen neuen Kameras und Objektiven versorgt. Und ich glaube, da kann man jetzt, sage ich nicht zu viel, wir werden bestimmt irgendwann hier wieder sitzen und dann gibt es vielleicht wahrscheinlich neue Produkte, die wir dann hier zeigen. Und so. Dann können wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Ja, vielen Dank, Nils. Hast du noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast, was du loswerden willst? Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, heute wieder hier sein zu dürfen, weil wir uns ja lange nicht gesehen haben, das auch stimmt, bedingt durch die Sommerpause und so. Ja. Und ich merke halt auch, dass es bei uns jetzt wirklich vorangeht. Mhm. Also auch jetzt mit dem neuen Objektiv, das 90 mm, er hat jetzt endlich ein Gesicht bekommen, auch wenn wir es noch nicht zeigen. Mhm. Ne, aber ich weiß, wie es aussieht. Mhm. Und das ist für uns ein großer Schritt. Wir machen in meinen Augen einen sehr großen Schritt, was den Service angeht. Mhm. Dass wir da auch in Personal wirklich investieren, um einfach die Qualität und die Schnelligkeit noch mehr zu verbessern. Mhm. Und ich bekomme ja teilweise auch privat im Forum dann Nachrichten, wenn irgendwas im Service mal hakt. Und das haben wir bisher, glaube ich, ganz gut gelöst. Also auch da werden wir natürlich nicht sparen. Es wird weitergehen und wir sind auf einem guten Weg. Mhm, okay. Eine Sache hast du noch nicht erwähnt, die ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Leon, kannst du vielleicht in unserer Präsentation, da habe ich noch einige Bilder ein bisschen weit hinten drin. Es gibt ja weitere Veranstaltungen. Da hast du jetzt gar nicht darauf hingewiesen. Also Olympus hat wirklich ein ganz tolles Veranstaltungsprogramm mit Webinaren und Veranstaltungen. Also viel davon macht der Frank Fischer mit seiner Fotoschule. Und du hast jetzt, Leon, hast du es gerade im Zugriff? Findest du das im PDF? Bitte? Exakt die. Das ist jetzt 26. September. Als ich vorhin geschaut habe, waren noch Plätze frei. Genau, da habe ich eine Zoom-Konferenz, wo es dann ein bisschen um das Thema Makrofotografie geht. Und das ist für mich halt auch eine sehr schöne Aktion, um interaktiv mit den Usern in einer offenen Diskussion zusammenzukommen, um einfach auch mal so ein Feedback zu bekommen, was geht. Mhm. Okay. Welche Programme gut genutzt werden, wo man vielleicht noch ein bisschen Schwierigkeiten hat oder wenn man sagt, ja, ich brauche das eigentlich gar nicht, weil das hilft uns, um unseren Kollegen in Asien zu zeigen, so, pass mal auf, da gern mehr Gas. Leon, kannst du gerade noch mal die URL einblenden? Das ist jetzt wieder so eine Shortener-URL, die verlinkt euch direkt auf das Anmeldeformular. Ich lasse es nochmal kurz stehen, eigentlich müsst ihr euch nur das YT13 merken. Alles andere ist oliforum.com/10 und YT13. Und wenn du jetzt, ich glaube, ein bisschen noch zurückgehst, dann gibt es da auch noch ein Chart für die ganzen anderen Veranstaltungen, die es von Olympus gibt. Genau, das ist schon mal die URL. Das ist jetzt so ein kleiner Screenshot dafür. Da kommt ihr auf eine Seite, das ist eine Veranstaltungsseite, nochmal gerne die URL. Da seht ihr ganz viele Veranstaltungen, und zwar in allen möglichen Sprachen, auf Tschechisch, Portugiesisch, Spanisch, Englisch. Im Prinzip alle relevanten Sprachen werden da abgedeckt. Die kann man aber filtern, und zwar müsst ihr die rechts oben nach Deutsch filtern, dann kriegt ihr wirklich nur die deutschen Veranstaltungen und anderem auch deine Angebot. Also das lohnt sich, da regelmäßig reinzugucken. Wenn was ansteht, dann pushen wir das auch gerne manchmal bei uns im Forum. Das lohnt sich, da auf jeden Fall noch reinzuschauen. Gut. Das war sozusagen, jetzt haben wir einen schönen Ausblick. Klar, Forum sowieso, nächster Stammtisch, wir haben noch keinen Termin, aber da kommt sicher noch was. Veranstaltungen gibt es und es gibt natürlich viele schöne OM-Produkte, mit denen man tolle Fotos machen kann. Bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Bleibt bitte gesund. Wenn es euch gefallen hat, abonniert
Abonniert gerne hier diesen Kanal, den offiziellen Olympus-Kanal, und besucht uns natürlich gerne im Oli-Forum und diskutiert mit uns. Und gerne viele Ideen für die Liste, die nach der Abwehr geht. Da habe ich jetzt was losgedreht, aber ist okay. Genau. Ist okay. Sehr gerne. Vielen Dank, Nils. Hat mir wieder Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank an euch. Macht weiter so und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao.